Meine Damen und Herren, wir fahren mit der Haushaltsdebatte Tagesordnungspunkt 19 fort. Um das Geschäft zu erleichtern, haben die Fraktionen für die Einzelpläne 01 bis 3 bis 15 eine Redezeit angemeldet. Die Gesamtredezeitliste liegt uns hier oben vor, und entsprechend machen wir Sie darauf aufmerksam, wenn Sie die Redezeit, die vereinbarte, erreicht haben. Ich rufe als Erstes auf den Einzelplan 01 und erteile das Wort dem Abg. Günther Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Stellen Sie sich folgendes Bild vor: Hessische Bürgerinnen und Bürger sitzen heute Morgen interessiert am PC oder sonst wo, verfolgen eine womöglich hochinteressante Debatte, sagen: Klasse, was unsere Abgeordneten im Hessischen Landtag diskutieren. Das, meine Damen und Herren, ist eine Vision, die wir haben. Sie gibt es bundesweit. Sie gibt es nur in Hessen wegen schwarz-grüner Kleinkariertheit nicht. Dann wüssten Sie, wenn der Herr Schwarz etwas dazwischenruft, was sachlich in der Regel nicht fundiert ist, meine Damen und Herren. Und Schwarz-Grün begründet es damit, man müsse die Haushaltsmittel sparsam einsetzen. Ich finde, die Bürgerinnen und Bürger, die Steuerzahler, haben auch ein Recht darauf, Debatten zu verfolgen, damit sie sehen, wie Schwarz-Grün es tatsächlich mit der Meinungsvielfalt hier in diesem Hessischen Landtag macht. Meine Damen und Herren, Hessen bundesweit am Ende der Tabelle. In allen Landtagen ist das mitteleuropäischer Standard am 25. November 2015. So nicht in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schwarz-grüne Kleinkariertheit hat dieses Projekt kaputt gemacht. Ein zweiter Punkt, Herr Kollege Frank Lorz, sehr geschätzter Kollege Frank Lorz, ja, das würde ich nicht zu jedem von Ihnen sagen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, der Kollege Lorz kriegt nicht zu viel Ärger deswegen. Meine Damen und Herren, ein zweiter Punkt. Die Landesregierung nutzt die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Sie hat WLAN. Wir stellen fest, für Abgeordnete gilt das nicht. Warum? Wissen wir nicht, weil irgendwie hat das Schwarz-Grün auch nicht so interessiert. Wir haben es aufgegriffen. Da scheint ja langsam Bewegung drin zu sein. Ja, meine Damen und Herren, im Schneckentempo. Meine Damen und Herren, ziemlich absurd Kommunikationstechniken, die heute modern sind, die heute gang und gäbe sind, die sollten auch für Abgeordnete, die sollten auch für den Hessischen Landtag Standard sein. Und deswegen fordern wir Schwarz und Grün auf, stellen Sie die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung. Es dient der Kommunikation im Landtag, aber nach außen. Wir wollen ein transparenter Landtag sein. Wir wollen kein Verhinderungslandtag sein. Schwarz-Grün muss die Blockadehaltung aufgeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Bevor ich in der Rednerliste fortfahre, möchte ich auf der Tribüne Weihbischof Grote, Diözesanadministrator im Bistum Limburg, begrüßen, der heute Morgen die Morgenandacht im Landtag gehalten hat. Herzlich willkommen. Nächster Redner zu Einzelplan 01 ist Kollege Bellino. CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn der Einzelplan 01 auf Wunsch der SPD heute hier auch besprochen wird, dann möchte ich zunächst einmal die Gelegenheit nutzen, mich im Namen meiner Fraktion bei der Landtagsverwaltung, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken. Denn die machen nicht nur in ihrem sogenannten Tagesgeschäft unseres Erachtens einen guten Job, eine gute Arbeit, sondern vertreten uns auch hervorragend außerhalb oder innerhalb des Landtages, wenn die Öffentlichkeit eingeladen ist. Ich erinnere an den Tag der offenen Türen, an den Hessentag oder an die Veranstaltung am 3. Oktober. Da macht die Landtagsverwaltung, Herr Präsident, einen hervorragenden Eindruck. Rechnen Sie das bitte aus.
darf mit dem Thema YouTube anfangen, Herr Rudolph, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir waren uns alle einig, dass wir dies zunächst einmal als eine Testphase angelegt haben und dass wir feststellen mussten, dass auf der einen Seite pro Tag 15.000 € Kosten anfielen, immerhin 150.000 Euro im Jahr, und dass dann insgesamt gerade einmal 120 Nutzer das barrierefreie Angebot nutzten und 1.000 Nutzer den allgemeinen Livestream. Und das, Herr Timon Gremmels, weiß nicht, warum Sie sich so aufregen, bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 2 Minuten 20. Da müsste auch der Sozialdemokratie eingängig sein, dass dies weder effizient noch bürgernah ist. Und deshalb haben wir nach Alternativen gesucht, auch vor dem Hintergrund, dass alleine 2.500 Besucher im Rahmen einer Plenarwoche auf der Besuchertribüne uns im positiven Sinne verfolgen und auch dann anschließend mit uns diskutieren. Wenn man das sieht, 2.500 dort oben und dann gerade einmal 1.000 im Livestream, dann sieht man, dass dies schief ist. Aber wir haben uns damit nicht zufrieden gegeben. Wir haben uns auch nicht damit zufrieden gegeben, dann hier rumzubrüllen und rumzumeckern, sondern wir haben nach Alternativen gesucht. Und die haben wir dann auch gefunden. Und die haben wir gefunden mit dem Modernsten, was es in diesem Bereich zurzeit gibt, mit dem YouTube. Wir haben die Idee gehabt, das zu machen, und das wird nun auch realisiert. Und wir können diese YouTube-Einspielungen im Übrigen wirklich barrierefrei, da sie untertitelt sind, für 50.000 bis 70.000 € im Jahr realisieren. Und es kommt noch ein Mehrwert dazu. Derjenige, der sich dort einschaltet, der kann eben sofort sehen, in welchem Bereich der Tagesordnung er sich befindet. Und aufgrund der Tatsache, dass diese entsprechenden Sequenzen auch abgelegt werden, dass sie archiviert werden, können gerade auch junge Menschen, wenn sie sich mit einem Thema befassen wollen, bewusst danach recherchieren und eben die entsprechenden Videoclips oder die entsprechenden Streams auffinden und dann auch im Nachhinein sich mit einer Thematik auseinandersetzen und eben sehen, was der Hessische Landtag auf diesem Gebiet zu sagen gehabt hat. Kollege Bellino, ich weise darauf hin, dass die von der Fraktion angemeldete Redezeit abgelaufen ist. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Deshalb kommen wir zu dem Ergebnis, dass dies, was wir jetzt vorhaben und was wir in die Welt gesetzt haben, barrierefrei ist, dass es bürgernäher ist und dass deshalb auch erfolgreicher sein wird als die Testphase mit Livestream. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Schaus, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es kommt ja nicht oft vor, dass der Einzelplan 01, also der des Hessischen Landtages, hier debattiert wird. Das ist aber erst seit letztem Jahr so, nämlich genau seit dem Zeitpunkt, als die Mehrheit hier im Hause beschlossen hat, sozusagen zurück in die Vergangenheit sich zu entwickeln. Weil das ist faktisch das, was passiert ist. Am 1. Januar 2013 wurde nach vielen, vielen Geburtswehen im Übrigen der Livestream eingeführt und lief über 2 Jahre im Internet auf der Seite von Radio FFH. Ich bin Herrn Bellino dankbar, dass er entgegen den vielen Presseerklärungen, die es im letzten Jahr gegeben hat, wo immer heruntergespielt wurde, auch anhand von falschen Zahlen, jetzt einmal sozusagen die korrekten Zahlen genannt hat oder die annähernd korrekten Zahlen, was den Livestream anging. Denn die Behauptung, es würden nur wenige hundert Personen den Livestream nutzen, bezog sich ausschließlich auf die auf den barrierefreien Teil des Livestreams und nicht auf den normalen Teil, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der gesendet wurde, weil dort ist nach einer Vorlage des Hauses gab es pro Sitzungsperiode 1.700 Nutzer. Ich habe es hier, Frau Dorn, weil Sie immer mit falschen Zahlen operiert haben und Ihre Fehlleistung sozusagen heruntergespielt haben. So. Aber was ist denn passiert, meine Damen und Herren? Faktisch ist doch Folgendes passiert. Stellen Sie sich vor, heute am Mittwoch
diesen Tages lesen Sie die Tageszeitung vom letzten Samstag. Das ist sozusagen das, was jetzt als Ersatz angeboten wird, einen hochgelobten YouTube-Auftritt, der mindestens 4 Tage später im Netz steht. Und eigentlich, und das war ja auch bisher die Verschleierung der Fakten, war es so, dass der Livestream selbst, der ja angeblich sozusagen zu teuer war und zu wenig genutzt wurde, real nur zwischen 6.000 und 10.000 € pro Jahr kostete. Und dann kam die Barrierefreiheit hinzu. Die war in der Tat teuer. Aber selbst, Frau Dorn, nach den Vorlagen aus der Landtagsverwaltung muss man hier noch einmal differenzieren zwischen sozusagen den Gebärdendolmetscher. Da gab es einen Kostenanteil von 78.000 € pro Jahr und den Schriftdolmetschern von 62.000 € pro Jahr. Es gab in diesen, genau, zunächst einmal glaube ich, dass Deutschland sozusagen der UN-Konvention beigetreten ist, die die Herstellung der gleichen Verhältnisse für Behinderte mit sich bringt. Und dann muss ein Hessischer Landtag, meine Damen und Herren, auch so weit gehen, dass er dies, auch wenn dies mehr kostet, dann auch tatsächlich einführt und durchhält, vor allen Dingen, und durchhält und nicht wie eine Krämerseele, ja, darauf achtet, möglichst insgesamt 70.000 € zu kosten. Die Diskussion, die wir hier führen, geht um die Einbeziehung von Behinderten in unsere Arbeit, und sie geht auch darum, dass hier eine Gleichheit hergestellt wird, die insgesamt für 70.000 € mehr zu haben wäre und zu haben ist. Und das fordern wir hier als Fraktion DIE LINKE auch im Hessischen Landtag ein. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Dorn, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn ich hier schon Zwischenrufe gleich bekomme, bevor ich ans Rednerpult trete, nehme ich gerne zur Stellung, Herr Kollege Gremmels. Was ist denn eigentlich wirklich wichtig für die Barrierefreiheit hier im Landtag? Wie schaffen wir denn eigentlich wirklich einen Zugang für Gehörlose hier in den Landtag, damit sie sich wirklich einmal mit uns allen hier auseinandersetzen können? Ich will niemanden ausspielen. Aufgrund unserer Debatten war ich mit dem Gehörlosenverband im Gespräch. Und wir haben uns überlegt, was ist eigentlich wirklich das Problem für viele gehörlose Menschen? Was ist wirklich das Problem? Ein Problem ist, dass diese Menschen in den Besuchergruppen bis jetzt noch gar keine Chancen haben, weil ich kann keine Gebärdensprache, während ich gerade hier stehe und eine Rede halte. Und was hat der Herr Präsident mit mir zugewilligt? Und was passiert jetzt? Es wird jetzt einen Gebärdendolmetscher geben. Wenn sich hier Gruppen anmelden, die gehörlos sind, dann können sie kommen, dann haben sie Gebärdendolmetscher, und dann kann man sich auch in Besuchergruppen mit den Menschen unterhalten. Und ich glaube, das, um das zählt, anstatt hier Scheindebatten dauernd wieder hochzuziehen. Was Sie hier wiederholt, immer wieder hochziehen, ist eine völlige Nabelschaudebatte. Sie geht völlig an den Menschen draußen vorbei. Wer hat denn überhaupt Notiz davon genommen, dass der Livestream zugunsten des YouTube-Kanals gewechselt worden ist? Wie viele Zuschriften haben Sie bekommen? Ich habe fast keine bekommen. Und soll ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, von wem ich Zuschriften bekommen habe? Ich habe Zuschriften bekommen vom M-Büro unserer Ministerien, weil die das als besonders netten Service empfunden haben, dass sie halt, wenn hier der Landtag ist, sie nebenbei ihre Ministerin auch auf der Live-Schalte sehen können. Das ist schön, aber das war nicht der Sinn des Livestreams. Ja, 15.000 € kostet die Sitzung barrierefrei als Livestream. Über die Qualität hätte man reden müssen, die war nicht gut. Man hätte es also sozusagen noch besser darstellen müssen. Und im Schnitt waren auf diesem barrierefreien Livestream 140 Menschen. Jetzt hätte man noch sagen können, gut, kann man sich überlegen, aber wissen Sie, wie lange die draufgeblieben sind? Im Durchschnitt 2,5 Minuten. Die haben noch nicht einmal eine einzige Rede eines Abgeordneten angeschaut. Wir haben keinen Zugang damit erreicht. Die Leute haben einfach wieder ermüdet ausgeschaltet. So, und jetzt haben wir eine Testphase. Und man kann mit der Testphase sagen, ja gut,
alles egal. Hauptsache, wir haben eine Symbolik. Hauptsache, wir können so tun, als ob wir modern wären. Wir haben es uns nicht so leicht gemacht in der Koalition. Wir haben uns genau angeschaut, ganz genau angeschaut, was kam denn raus. Und wir hatten folgende Schlussfolgerung, Herr Rudolph. Es ist ja schön, dass Sie sich für die Debatte eigentlich interessiert haben, aber jetzt nur mal dazwischenrufen und Ihren eigenen Kollegen zu hören. Allen, wir haben gesagt, dass das Angebot allen zugänglich sein muss, dass es barrierefrei sein muss. Das ist ganz klar Prinzip von uns. Wir haben als Koalition gesagt, es muss attraktiv sein. Wir haben als Koalition gesagt, dass es den Sinn haben muss, dass unsere Debatten wirklich weiter verbreitet werden. So, und dann haben wir den YouTube-Kanal des Landtages ins Leben gerufen. Das sind wir übrigens auch bundesweit einmalig, dass man mal dieses Medium wählt. Und das ist wirklich ein modernes Medium. Wir haben Barrierefreiheit. Ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt schon einmal angeschaut haben. Es ist sehr attraktiv gemacht. Wenn man da drauf geht auf den YouTube-Kanal, kann man die Untertitelung anmachen. Man sieht ganz, welcher Redner eingeblendet ist. Auch das war ein Riesenproblem vom Livestream. Man wusste gar nicht, wer da redet. Und ich glaube, der Kollege Rudolph hat schon Interesse daran, dass er als parlamentarischer Geschäftsführer der SPD und nicht von der CDU wahrgenommen wird. Das ist eigentlich auch ganz wichtig für die Menschen, dass sie einigermaßen die Debatten noch einordnen können. Wir haben ein Angebot gemacht, das immer mehr Menschen auch überzeugt. Wir haben das ja noch gar nicht lange. Wir hatten ein paar Probephasen. Wir haben jetzt das erste Mal in der letzten Plenardebatte das ganz offiziell gestartet, übrigens mit kaum Werbung. Und wir haben jetzt schon 3.300 Aufrufe. Und ich bin mir sicher, dass jetzt nach dieser Debatte einige von Ihren Kolleginnen und Kollegen jetzt mal schauen, was haben wir da eigentlich, weil einige es noch gar nicht angeschaut haben. Wir haben eine attraktive Möglichkeit, die ganzen Debatten auch zu verbreiten mit den sozialen Netzwerken. Damit schafft man wirklich eine Möglichkeit, dass die Leute sich das anschauen. Schauen Sie sich einmal die Zugriffszahlen zur Jagdverordnung an. Das ist nämlich ein Punkt, was die Leute interessiert von beiden Seiten. Und das haben ganz viele Leute nachgeschaut, und das wäre mit dem Livestream nicht möglich gewesen, meine Damen und Herren. Und zum Schluss noch einmal ganz grundsätzlich. Eines müsste uns auch allen klar sein. Weder der Livestream noch der YouTube-Kanal ist wirklich entscheidend dafür, ob sich die Menschen für unsere Debatten interessieren. Wenn die Leute sich für unsere Debatten interessieren sollen, dann ist die Frage, wie wir sie führen und über welche Themen wir reden. Und ganz ehrlich, diese Debatte war sicherlich keine Debatte, wo diese Leute nach Hause gehen und sagen, der Landtag redet aber über substanzielle Möglichkeiten hier. Kollegin Dorn, die vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Ich hoffe sehr, dass die nächsten Einzelplanberatungen ein bisschen substanzieller werden, dass man uns wirklich mit den Themen im Land auseinandersetzt, statt eine Nabelschau-Debatte zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Frau Dorn, die Sternchenpartei der GRÜNEN spricht von Realitätssinn. Das ist ja an sich schon eine Herausforderung. Und wenn Sie hier sagen heute Morgen, die Debatte geht an den Menschen vorbei, da haben Sie recht. Sie haben nämlich persönlich dafür gesorgt, dass diese Debatte von den Menschen nicht verfolgt werden kann. Und Herr Bellino, vielleicht sollten Sie auch einmal im 21. Jahrhundert ankommen. Die Menschen, die sich heute im Informationszeitalter bewegen, für die ist z. B. die Verfügbarkeit und die Schnelligkeit von Verfügbarkeit von Informationen zentral. Das ist eine entscheidende Frage des Internets. Das ist eine entscheidende Frage, wie attraktiv ist Information. Und Informationen, die im Internet 5 Tage alt sind, das ist überhaupt keine Information mehr, die dort so angesehen wird. Und Frau Dorn, wenn Sie hier Wahrhaftigkeit oder Substanz einfordern, dann hätten Sie doch einmal ehrlich sagen sollen, worum es in dieser Debatte gegangen ist. Sie hätten nicht Nebelkerzen werfen sollen, Herr Bellino mit seinen Kosten, die er hier vorgetragen hat, sondern Sie hätten klipp und klar sagen wollen, Sie sind der Meinung, der Hessische Landtag stellt Forderungen an die Kommunen, an Landesbehörden, an alle Möglichen. Bei der Frage der Barrierefreiheit, bei der Frage der Gleichstellung stellt überall Forderungen und ist aber nicht bereit, sie selbst vorbildhaft einzuhalten. Das hätten Sie sagen sollen. Das wäre ein substanzieller Beitrag heute Morgen. Und dann hätten Sie einfach gesagt, 2,5 zu teuer.
Es war Ihnen einfach zu teuer, die Barrierefreiheit hier sicherzustellen. Es war Ihnen zu teuer, 70.000 € wären Ihnen zu viel gewesen, sondern Sie sind der Meinung, bevor Sie dieses Geld in die Hand nehmen, machen Sie lieber gar nichts. Das ist Ihre Haltung, und zu der hätten Sie stehen sollen. Und, liebe Freunde, es war ja gar nicht die Union, die das betrieben hat, sondern es war Ihr Finanzexperte, der Herr Kaufmann, der bei uns diesen Punkt gesetzt hat, der deutlich gemacht hat, wir müssen mal über das Geld reden. Es war doch nicht die Verwaltung, die gesagt hat, sie will das nicht, sondern sie hat Vorschläge gemacht, hat Ausschreibungsunterlagen vorgelegt, sondern es war eine rein politische Entscheidung, die von Ihrer Fraktion der GRÜNEN ausgegangen ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass Sie Opposition wären, und eine andere Mehrheit hätte eine solche Entscheidung getroffen, und ich mir vorstelle, was der grüne Redner an diesem Pult dazu gesagt hätte, ich glaube, das wäre nicht mehr zu übertreffen gewesen. Und darum, wenn wir nur den Livestream ins Auge nehmen, das waren ein paar Tausend Euro, die Sie dann noch mit abgeschaltet haben, um nachher sagen zu können, ja, man kann uns ja gar nicht vorwerfen, dass wir beim Livestream keine Barrierefreiheitssicherheit gestellt haben. Es gibt ja keinen Livestream mehr. Das war doch die irre Debatte, die wir am Schluss geführt haben. Niemand würde doch verstehen, dass man 3.000, 4.000, 5.000 € im Jahr nicht zur Verfügung hätte als Hessischer Landtag, damit man diese Debatte live verfolgen kann. Das ist doch nicht mehr ernst zu nehmen, so ein Argument. Und ich denke, das hat auch seine Notwendigkeit, dass man das hier zum Einzelplan 1 mal deutlich sagt. Und wir werden es immer wieder sagen, weil das ist eine Methode und ein Vorgehen, das ich, glaube ich, hier im Hessischen Landtag bei der Frage der Barrierefreiheit so noch nicht gestellt hat. Und da gab es immer einen großen Konsens, dass man so etwas strittig abgestimmt hat. Das finde ich schon außergewöhnlich. Und dass die Initiatoren einer nicht vorhandenen Barrierefreiheit auch noch die grüne Landtagsfraktion ist, das ist schon einzigartig, und das muss man immer wieder an dieser Stelle und an anderen Stellen wiederholen, damit es auch jeder mitkriegt, auch ohne Livestream mitkriegt in diesem Land. Und bei der Regelung, die Sie jetzt, ja, man merkt, dass Sie getroffen sind, das ist ja auch meine Absicht, da habe ich schon einmal etwas Gutes heute Morgen gemacht. Aber es wird sich noch wiederholen am heutigen Tag. Sie werden noch öfter getroffen sein, liebe Freunde von den GRÜNEN. Aber hier sind Sie ins Mark getroffen, weil hier haben Sie immer anders geredet, wie Sie heute handeln, wie Sie bisher im Hessischen Landtag gehandelt haben. Und das haben wir offengelegt. Und bei der Regelung, die Sie jetzt getroffen haben, die Sie jetzt zur Verfügung stellen, auch da gibt es Probleme. Wir haben ja darauf hingewiesen, wie ist es mit den Rechten der Abgeordneten bei der Korrektur der Protokolle. Das haben wir auch noch einmal erklärt. Also, trotzdem möchte ich hier ganz deutlich sagen, Sie können jetzt hier rufen und Sie können jetzt hier noch dazwischen rufen. Die Realitäten bleiben. Sie hätten sich hier vorne entschuldigen sollen für diesen Fehler, den Sie begangen haben, und hätten ankündigen sollen, dass Sie das nächstes Jahr im Haushalt besser machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Debatte zu Einzelplan 01 beendet. Ich rufe jetzt Einzelplan 03 auf. Damit zusammen wird aufgerufen Tagesordnungspunkt 30, Drucksache 19/1866 aus 19. Als Erstes spricht Kollegin Faeser, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, beim Einzelplan 03 gebietet es angesichts der momentanen Situation, einmal der Terrorbedrohung, aber auch der großen Herausforderungen, die wir mit der Flüchtlingssituation haben, den Leuten, die dort arbeiten, einmal ein großes Dankeschön auszusprechen. Das betrifft die Polizei, das betrifft die Feuerwehr, das betrifft den Technischen Hilfsdienst und all die Rettungsdienste, die da im Moment unterwegs sind. Ich denke, das gebietet der Respekt, Ihnen für die geleistete Arbeit zu danken. Wir haben am Sonntag bei hessenschau.de nachlesen können, dass der Innenminister ein sogenanntes Maßnahmenpaket plant. Er will die angespannte Personalsituation bei der Polizei entgegensteuern. Und er will die Stellenstreichung im Tarifbereich zumindest für ein Jahr aussetzen, wohlgemerkt nur ein Jahr aussetzen. Ich frage mich, wo eigentlich die CDU war, als wir unseren Antrag gestellt haben, zum Haushalt die Personal aufzustocken vor Kurzem. Da haben sie es nämlich abgelehnt.
Die Zulagen für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sollen angehoben werden, der sogenannte Dienst zu ungünstigen Zeiten. Das haben wir Sozialdemokraten bereits seit 3 Jahren beantragt. Sie haben es immer abgelehnt, und aktuell in der Haushaltsdebatte haben Sie es auch wieder abgelehnt vor wenigen Tagen. Das ist in der Tat Heuchelei. Darüber hinaus soll ein Großteil der angehäuften Überstunden ausbezahlt werden. Die Überstundenabgeltung haben wir bereits zum Haushalt beantragt, meine Damen und Herren. Auch da ein Nachklappen unserer Haushaltsanträge. Bei den Haushaltsanträgen konnten Sie nicht zustimmen. Und Sie wollen eine Aufstockung der Polizeianwärterstellen und mehr Wachpolizei einstellen. Auch die Polizeianwärterstellen, Herr Kollege Klee, sind bei uns in den Haushaltsanträgen drin, und zwar mehr, als Sie wollten. Und auch da haben Sie abgelehnt, meine Damen und Herren. Also drängen sich doch 2 Fragen auf. Warum haben Sie denn die Maßnahmen aus Ihrem sogenannten Maßnahmenpaket nicht gleich in den Haushalt eingestellt? Warum denn eigentlich nicht? Und warum, das ist die zweite Frage, die sich aufdrängt, haben Sie unseren Anträgen weder in den letzten Jahren dazu noch bei diesem Haushalt zugestimmt? Ehrlich gesagt, ist es eine Es ist, Herr Schork, ja, es ist eine rhetorische Frage, weil die Anträge natürlich von der SPD kamen. Deswegen konnten Sie dem nicht zustimmen. Ich will Ihnen sagen, Teile des Maßnahmenpakets halten wir für richtig. Aber so einfach kommen Sie mir heute nicht davon. Denn der Grund für das voreilig vorgestellte Maßnahmenpaket ist die extrem große Unzufriedenheit bei der hessischen Polizei. Und das ist Ergebnis der verfehlten Politik der CDU-geführten Landesregierung der letzten Jahre. Und ich will Ihnen ein paar Beispiele dafür nennen. Es begann 2003 mit im Zuge der Operation Düstere Zukunft unter der Führung von CDU-Ministerpräsident Roland Koch und übrigens dem Innenminister Volker Bouffier. Da fing es an mit allein 600 Stellen bei den Tarifbeschäftigten, die gestrichen wurden bei der Polizei. Im Zuge der düsteren Zukunft wurde 2004, 2005 und 2006 lediglich 250 neue Polizeieinwärterinnen eingestellt, statt der benötigten 850 Stellen. In den Folgejahren wurde das auch nicht ausgeglichen. Statt Personal aufzubauen, hat die Polizei immer mehr Aufgaben hinzubekommen. Ebenfalls 2004 Einführung der 42-Stunden-Woche für alle hessischen Beamten. Mit der Folge, dass die hessische Polizei noch heute im Bundesvergleich eine 42-Stunden-Woche hat, die einmalig in der Bundesrepublik an Belastung. Das ist verfehlte Politik der Landesregierung, meine Damen und Herren. So sieht Wertschätzung mit Sicherheit nicht aus. Aber ich muss leider feststellen, dass die neue Regierung dem eins draufgesetzt hat 2014, indem sie für 2015 eine Nullrunde für die hessischen Beamten bei der Besoldung vorgesehen hat und ab nächstem Jahr, ab 1.7. nur 1% Angleichung statt dem Tarifergebnis zu folgen. Eine solche Fehlentscheidung, wie sie dort getroffen wurden, das hat zur hohen Belastung der Polizei beigetragen und zur hohen Unzufriedenheit und nicht, ehrlich gesagt, wie das, was Sie jetzt begründen mit Ihrem Maßnahmenpaket. Es ist die verfehlte Politik der CDU-geführten Landesregierung, die zur Unzufriedenheit bei der Polizei beigetragen hat. Und allen Anträgen, die wir dagegen gesetzt haben, haben Sie immer abgelehnt, wie auch dieses Jahr. Und na ja, die GRÜNEN haben zumindest bis Anfang 2014 die meisten davon unterstützt. Ich will das sagen. Ob es die Rückkehr der TDL ist oder die Abschaffung der 42-Stunden-Woche oder auch die Einstellung neuer Polizeianwärter, da waren Sie an unserer Seite. Was Sie aber jetzt machen, Herr Innenminister, mit der Begründung des Maßnahmenpakets, das ist nicht in Ordnung. Sie begründen die Aufstockung der Polizei und den Dienst zu ungünstigen Zeiten allein mit der Flüchtlingsbewegung. Und das ist grundfalsch. Der eigentliche Grund ist Ihre verfehlte Politik der letzten Jahre und hat nichts mit der aktuellen Flüchtlingssituation zu tun. Das ist unredlich, meine Damen und Herren. Und es ist auch nicht in Ordnung, das gegeneinander zu stellen, weil das tun Sie damit. Warum ist denn jetzt auf einmal Geld dafür da, und war es zur Aufstellung des Haushaltes denn nicht? Warum war denn da nicht die gleiche Voraussetzung vorhanden? Sie spielen damit Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf, weil die Polizei zu Recht fragen kann, wieso jetzt plötzlich Geld ist, bei der Aufstellung des Haushalts aber nicht. Das ist nicht in Ordnung. Sie allein tragen die Verantwortung dafür in Hessen, dass die Politik so verfehlt ist.
Ich werbe noch einmal dafür, stimmen Sie unseren Haushaltsanträgen zu. Dann haben Sie nämlich einen großen Teil Ihres Maßnahmenpakets bereits erledigt. Dann brauchen Sie das nämlich nicht mehr. Ich will noch einmal sagen, wir wollen noch mehr Polizeianwärterinnen und Anwärter. Die brauchen 3 Jahre, bis sie auf der Straße sind. 3 Jahre, und da reicht das nicht aus, was Sie vorgesehen haben. Und wir haben einen anderen Punkt, den Sie nicht im Maßnahmenpaket haben. Wir haben bei unserem Praxistag feststellen müssen, dass die Schutzpolizei, die oft zu geschlossenen Einsätzen hinzugerufen wird, nicht ausreichend Schutzkleidung hat. Wie das eigentlich passieren kann, ist mir ein Rätsel. Aber da müssen wir dringend etwas tun. Deswegen stimmen Sie unserem Antrag zu, da die Gelder für aufzustocken, damit die Menschen, die dort in Einsätze geschickt werden, wenigstens ausreichend geschützt sind, meine Damen und Herren. Und angesichts der steigenden Zahlen im Moment der rechtsextremistischen Vorfälle, meine Damen und Herren, ist es nicht zu viel verlangt, dass Sie unserem Antrag 400.000 € mehr für die Mittel aufzuwenden, für das Demokratiezentrum, für auch das Netzwerk für Demokratie und Courage. Sie haben selbst vor wenigen Tagen, Herr Innenminister und die CDU und die Grünen haben das ja unterstützt, beim Bericht des Hessischen Verfassungsschutzes darauf hingewiesen, dass es eine steigende Zahl von rechtsextremistischen Vorfällen gibt. Dann reagieren Sie auch darauf, stimmen Sie unserem Antrag zu, meine Damen und Herren. Im Bereich des Sports und der Feuerwehr sind die Mittel noch erfreulich hoch im Haushalt. Ich denke, da haben Sie auch unsere Unterstützung. Aber ich will die Feuerwehren zum Schluss noch einmal kurz ansprechen, weil was Sie da in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, ist schon wirklich kleinkariert und peinlich. Wir hatten einen Antrag zur Unterstützung der Kampagne für lebensnotwendige Rettungsgassen auf Autobahnen. Das haben Sie abgelehnt und haben wenige Tage später einen gleichlautenden Antrag gestellt. Jetzt gibt es das zum Glück. Das Gleiche haben Sie gemacht mit dem Einsetzen von Blaulicht bei Privatfahrzeugen, von Feuerwehreinsatzleitern und Notärzten. Meine Damen und Herren, wir sind doch hier nicht im Kindergarten. Dann geben Sie sich doch einmal einen Ruck, auch zu sagen, wenn Anträge gut sind, dann stimmen Sie denen einfach zu. Aber ich will, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu Ihnen damit enden. Wir sind froh, wenn diese Anträge durchkommen und auch wenn im Maßnahmenpaket jetzt etwas für die Polizei getan wird. Weil uns geht es im Gegensatz in der Tat um eine bessere Ausstattung für die Feuerwehr, für die Polizei. Deswegen geben Sie doch auch einmal zu, wenn wir gute Ideen haben, und stimmen dem zu. Wir sind nicht so kleinlich. Wir sind in der Lage, das zu tun. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Arbeit der Polizei ist ein maßgeblicher Einflussfaktor für die Lebensqualität auch hier in Hessen. Und wir wollen, dass die Menschen in Hessen gut und sicher leben. Die CDU ist stolz auf die gute Arbeit, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Hessen tagtäglich leisten, meine Damen und Herren. Die Realität ist doch eindeutig, Frau Faeser, Sie kommen doch an den Fakten auch nicht vorbei. Die Kriminalstatistik zeigt doch, dass wir in einem sicheren Bundesland leben. Die Aufklärungsquote weist den zweitbesten Wert mit fast 60% auf. Und auch die Fallzahlen in Hessen sind niedrig, unter 400.000. Das sind die Fakten, die belegen, dass wir ein sicheres Bundesland sind und dass unsere Beamtinnen und Beamten einen hervorragenden Job leisten. Und mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen, die jetzt schon hoch sind, aber auch noch höher werden können, setzen wir im Haushalt ein Stärkungspaket für die Sicherheitsbehörden auf, mit zahlreichen Akzenten für mehr Sicherheit und Schutz. Die aktuellen Herausforderungen meistert die Polizei bereits mit viel Einsatz, und dafür danke ich. Der Zustrom von Schutzsuchenden ist ein Kraftakt für Bund, Länder, Kommunen und für alle gesellschaftlichen Teile, und auch die Polizei hat hier wichtige Aufgaben zu erfüllen.
Wir kümmern uns auch darum, dass diese entsprechende Thematik gut abgearbeitet werden kann. Es sind 190 neue Stellen für die Regierungspräsidien vorgesehen zur Bewältigung von Flüchtlingsaufgaben. Wir erhöhen auch die Sachaufgaben für die zu erwartende deutliche Erhöhung von Abschiebungen. Und auch der Mehraufwand für den Betrieb von Plätzen für Abschiebegewahrsam ist mit einem Haushaltsvermerk abgedeckt. Meine Damen und Herren, die aktuelle Sicherheitslage zeigt auch, Hessens Polizisten sind in einem Dauereinsatz. Der Innenminister sagte zu Recht, die Bedrohungs- und Gefährdungslage in unserem Land ist hoch. Und in dessen Folge ist auch die Präsenz der Polizei auf den Straßen ausgeweitet worden. Es macht deshalb Sinn, meine Damen und Herren, dass wir gerade auch den Verfassungsschutz stärken, auch mit Blick auf aktuelle Szenarien. Die wichtige Vorfeldaufklärung ist notwendig, um hier Sicherheit zu schärfen. Wir brauchen diesen Informationsgewinn. Und deshalb müssen wir auch angesichts der aktuellen Ereignisse diesen Bereichen eine noch stärkere Bedeutung zumessen. Die begonnene operative Ausrichtung des Landesamtes wird weiter gestärkt. Sie bekommen 55 weitere Stellen. Das ist eine Stärkung von 20%. Das ist eine wichtige und notwendige Investition in die innere Sicherheit in unserem Land, meine Damen und Herren. Was macht denn das Landesamt? Und wer das will, der muss auch für diese Stellen stimmen. Das Landesamt macht Observationen für den Bereich Rechtsextremismus, für den Bereich Salafismus, macht Internetaufklärung und macht auch die Ressourcen für die notwendigen Zuverlässigkeit und Sicherheitsprüfungen. Wer das möchte, muss auch das Landesamt stärken, meine Damen und Herren. Akzente setzen wir auch im Bereich der Prävention. In diesem wichtigen Bereich der Extremismusbekämpfung wird es künftig noch mehr Geld geben, 1,9 Millionen € zusätzlich. Unter dem Dach des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums werden wir sowohl das Demokratiezentrum Hessen stärker fördern, aber auch die Ausweitung der Rechtsextremismusprävention vornehmen. Damit stellen wir insgesamt 3,3 Millionen € an Präventionsmitteln bereit. Das ist doch ein starkes Argument, ein deutliches Signal, meine Damen und Herren. Und allein das Violence Prevention Network bekommt 400.000 € zusätzlich. Und damit kann die gute Arbeit noch intensiviert werden. Gestern hat die französische Generalkonsulin Frau Laszlo diese Präventionsarbeit in Hessen ausdrücklich gelobt. Und Frankreich will von diesen Konzepten profitieren. Wir in Hessen machen gute Präventionsarbeit, und sie wird im nächsten Jahr noch besser, meine Damen und Herren. Wir legen in dieser Haushaltsdebatte ein außerordentliches Maßnahmenpaket vor. Innenminister Peter Beuth, gestützt durch die Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, werden die Sicherheitsbehörden auch in Zukunft bestmöglichst unterstützen und auch die Motivation derer fördern, die unsere Bevölkerung schützen. 300 zusätzliche Stellen für die Polizei. Ein Großteil der aufgehäuften Überstunden wird ausbezahlt. Die für das nächste Jahr vorgesehene Stellenstreichung in der Polizeiverwaltung wird ausgesetzt. Darüber hinaus werden die Zulagen für Nacht- und Sonntagsarbeit deutlich angehoben. Das sind wichtige Signale für unsere Polizei. Und dass diese Signale auch angekommen sind, meine Damen und Herren, das zeigen doch die Reaktionen der Polizeigewerkschaften. Ich freue mich über so Artikel wie in der Frankfurter Rundschau vom 20.11. Zitat: Polizei freut sich über den Ausbau, Gewerkschaft lobt Zusagen der Regierung. Meine Damen und Herren, die GdP sagt selbst, sie ist erfreut, dass die schwarz-grüne Landesregierung auf wichtige Forderungen eingegangen ist. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter sagt, der BDK LV Hessen sieht in den Maßnahmen eine kluge Entscheidung für die innere Sicherheit und dankt der Landesregierung für die konstruktive Zusammenarbeit. Und auch die Deutsche Polizeigewerkschaft sagt unter dem Titel mehr Personal und finanzielle Mittel für die Polizei, dass wir hier die richtigen Akzente setzen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir haben aktuell 13.764 Stellen im Polizeivollzug. Nie war die Polizei so gut ausgestattet wie jetzt. Und wir werden noch mehr machen. 2016 wollen wir die Personalsituation noch einmal spürbar verbessern. 100 neue Stellen bei der Wachpolizei und viel wichtiger, 200 zusätzliche Stellen im Polizeivollzug. Meine Damen und Herren, auch bei der Mehrarbeit werden wir den Belastungen entsprechend des Aktionsplans der Hessischen Landesregierung Entlastung schaffen. Wir haben einen Finanzierungsplan in Höhe von 11,5 Millionen € für die Ausbezahlung von Mehrarbeit der Polizeibeamten vorgesehen. Damit können über 500.000 Überstunden finanziell abgegolten werden. Damit wird auch den besonderen Belangen der Polizei Rechnung getragen. Ein gutes, wichtiges Signal. Und auch im Bereich der Zulagen. Natürlich kann man sagen, jetzt wird es endlich gemacht. Aber es wird gemacht. Da können Sie sich doch auch mal entsprechend unterstützend anlehnen, dass wir beim Dienst für die ungünstigen Zeiten uns an die bayerischen Sätze anlehnen wollen. Wir verbessern damit die Vergütung der Nacht-
Sonn- und Feiertagsarbeit. Nach Berechnungen der Polizeigewerkschaften bedeutet dies, dass jeder Kollege und Kollege beispielsweise im Wechselschichtdienst bei einem durchschnittlichen monatlichen Dienstverlauf mit einer Erhöhung von 90 € rechnen kann. Viel wichtiger ist der Akzent bei den Beförderungen. Verbessert werden in einem ungeahnten Ausmaße die Beförderungen bei der Polizei. Wir haben im Haushaltsentwurf 2016 insgesamt über 100 Stellenhebungen vorgesehen, 2017, 2018 in einem ähnlichen Umfang. Wenn man das aufsaldiert, kann man davon ausgehen, dass es 2016 mehr als 500 zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten gibt. Das ist doch ein wunderbares Zeichen für die Aufstiegschancen unserer Polizei, ein Motivationsschub, der auch mehr Berufszufriedenheit mit sich bringen wird, meine Damen und Herren. Und darüber hinaus wird auch gerade auch wegen der aktuellen Herausforderung der Abbau von jährlich 96 Stellen im Verwaltungsbereich ausgesetzt. Damit bleiben im Polizeibereich 29,5 Tarifkräfte erhalten, die den Vollzugsbereich auch weiterhin entlasten können. Meine Damen und Herren, auf hohem Niveau investiert Hessen auch weiterhin in die Ausrüstung der Polizei. Ich werfe keinen Blick zurück, wie das vor 1999 war, meine Damen und Herren. Aber 2016 sind im Landeshaushalt über 1,7 Millionen € für die Modernisierung der technischen Ausstattung vorgesehen, Beschaffung und Betrieb von Informationstechnik. 20 Millionen € stehen für die Sanierung und Investitionen in den Fuhrpark bereit. Sondergeschützte Transporter werden angeschafft für die Spezialeinheiten. Die bei den Blockupy demolierten Fahrzeuge in Frankfurt werden neu angeschafft. 15 Multifunktionsfahrzeuge für die mobile Wache werden angeschafft. Mit Rücklagenmittel wird die Befehlsstelle des Präsidiums für die Bereitschaftspolizei ertüchtigt und auch die Aufstockung der Ausrüstung für operative Einheiten für verdeckte Kfz wird ausgeweitet. Noch nie hat Hessen mehr investiert in den Sicherheitsbereich und in den Schutz unserer Bevölkerung mit dieser Landesregierung und mit diesem Haushalt, den wir durch Änderungsanträge noch konkretisieren werden. Sie haben es erwähnt, zu der Architektur der inneren Sicherheit gehört auch der Brand- und Katastrophenschutz. In Hessen gibt es über 2.500 Orts- und Stadtteilfeuerwehren. Über 72.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Und die bekommen seit Jahren, und das ist bundesweit einmalig, die Zusage, dass dafür mindestens 30 Millionen € bereitgestellt werden, eine Garantie für den Brand- und Katastrophenschutz, den wir in Hessen aufrechterhalten, meine Damen und Herren. Und für die Beschaffung, für die mehrjährige Beschaffung von modernen Kommunikations- und Führungsfahrzeugen sind im Haushalt zusätzliche 9 Millionen € eingeplant. Ich sage auch für das nächste Jahr, bei der Feuerwehr wird nicht gespart, meine Damen und Herren. Im Bereich des Katastrophenschutzes, der ebenso wichtig ist, wird es im nächsten Jahr 23 neue Einsatzleitwagen geben im Wert von rund 3 Millionen €. Auch der Bereich der Sportförderung ist nicht unbedeutsam, wenn man weiß, dass rund 2 Millionen Menschen in Sportvereinen engagiert sind. Im Bereich der Sportförderung bleiben die Förderprogramme zur Sanierung der Sportinfrastruktur und zum vereinseigenen Sportstättebau auf hohem Niveau erhalten. Darüber hinaus werden die Mittel für das Landestrainerprogramm und auch die Förderung der Sportverbände deutlich aufgesteckt. Auch hier ein klares Signal für die Menschen, die in Hessen Sport treiben. Diese Landesregierung setzt die richtigen Akzente auch im Sportbereich. Meine Damen und Herren, ich komme zum Fazit. Insgesamt plant die Landesregierung, über 1,6 Milliarden € für die Sicherheit in Hessen aufzuwenden. Dieses Engagement zahlt sich aus. Hessen ist mit Blick auf die Kriminalstatistik eines der sichersten Bundesländer. Das ist gut so, und das soll auch so bleiben. Mit Sicherheit sind die Bürgerinnen und Bürger mit dieser Schwerpunktsetzung christdemokratischer Politik in guten Händen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir diskutieren heute einen Landeshaushalt, bei dem wir alle wissen, dass er so nicht bleiben wird. Wir sollten heute Abend sogar darüber abstimmen, obwohl doch die Landesregierung bereits umfangreiche Änderungen öffentlich bekannt gemacht hat. Möglicherweise brauchen wir sogar im kommenden Jahr noch einen Nachtragshaushalt. Wohl bemerkt, ich mache der Landesregierung da keinen Vorwurf. Viele Fragen, die im Zusammenhang mit den Geflüchteten stehen, müssen neu berechnet werden.
Mit dem Aktionsplan zur Flüchtlingspolitik, den die Landesregierung jüngst vorgeschlagen hat, ist allerdings noch eine paradoxe Situation entstanden. Warum? Weil die Landesregierung, das muss man feststellen, eine ganze Reihe von Vorschlägen macht, die unbestreitbar richtig und wichtig sind. Da breche ich mir auch als Oppositionspolitiker keinen Zacken aus der Krone, das zu sagen. Aber das Paradoxe ist doch, vieles von dem, was die Landesregierung jetzt endlich machen will, schlagen wir als Opposition seit Jahr und Tag schon vor. Auch Frau Faeser hat ja darauf hingewiesen, eben weil es nicht erst jetzt richtig und wichtig ist. Zum Beispiel die Aufstockung der Polizeianwärter, den Abbau der Überstunden oder die Anhebung der DUZ, der Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten im Polizeidienst. Da freue ich mich, dass die Landesregierung an einigen Punkten endlich ein bisschen dazugelernt hat und wünsche mir, maßlos wie ich immer bin, noch mehr Lernfähigkeit in Zukunft bei der Landesregierung. Übrigens, wir sind zukünftig unsere Anträge, wenn Sie zukünftig unsere Anträge nicht gleich in Bausch und Bogen verdammen, dann müssen Sie später auch nicht so weit zurückrudern, meine Damen und Herren von der Regierung. Im Einzelnen, wer die jährlichen Haushaltsanträge auch liest, Herr Frömmrich, der weiß, dass wir seit Jahren fordern, die Zahl der Polizeianwärter deutlich zu erhöhen, weil wir altersbedingt mehr Abgänge als neue Anwärter haben. Dadurch wird die Personaldecke immer dünner, werden die Überstunden immer mehr und die Belastung auch aufgrund der deutschlandweit längsten Arbeitszeit viel zu hoch. Man sagte uns immer, mehr Anwärter brauchen wir nicht. Und das geht auch gar nicht, weil die Ausbildungskapazitäten nicht mehr erhöht werden können. Ich stelle fest, die Landesregierung hat entgegen ihrer ständigen Ablehnung die Stellen für Polizeianwärter erhöht. Mit dem Aktionsplan sollen nun noch einmal 200 zusätzliche Stellen kommen. Plötzlich geht es also. Natürlich hätten wir die ausgebildeten Polizeianwärter jetzt schon, jetzt, wo wir sie dringend brauchen, wenn sie das in der Vergangenheit nicht immer abgelehnt hätten. Denn die Ausbildungszeit dauert ja immerhin 3 Jahre. Deshalb bleiben Sie jetzt nicht auf halber Strecke stehen. Lösen wir das Problem ernsthaft und verstetigen wir das Personal. Wir brauchen dazu jährliche Kapazitäten an den Fachhochschulen für Polizei und Verwaltung für 900 bis 1.000 neue Anwärter. Nur so lassen sich die Herausforderungen auf Dauer bewältigen, und zwar insbesondere auch dann, wenn die Arbeitszeit endlich schrittweise auf das Normalniveau anderer Bundesländer, also 40 Stunden, reduziert wird. Nach teilweisem Lob von den LINKEN also für die schwarz-grünen Aktionsplan will ich nun Sie nicht noch weiter irritieren, meine Damen und Herren. Denn es gibt da auch noch etwas, mit dem wir überhaupt nicht einverstanden sind, nämlich mit dem, wie Sie selbst sagen, historisch einmaligen Ausbau des Geheimdienstes. Seit 2001 wachsen die Dienste Jahr für Jahr. Während in allen Bereichen gekürzt und gestrichen wird, kann es für den Geheimdienst gar nicht genug Geld, Personal und Kompetenzen geben. Ohnehin war auch dieses Jahr wieder ein Ausbau um 45 Stellen geplant. Jetzt sollen es sogar 55 neue Stellen werden. Das wäre eine Steigerung um satte 20%. Meine Damen und Herren, man stelle sich einmal vor, 20% mehr Personal für Bildung, ein Traum. 20% mehr Personal in Krankenhäusern oder in Kindertagesstätten. Wie toll wäre das denn? Aber leider wird an diesen nun wirklich systemrelevanten Bereichen das Personal nicht aufgestockt. Und bei den Geheimdiensten, bitte? Und bei den Geheimdiensten kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, mehr als unsägliche Skandale hatten die in den letzten Jahren doch nicht zu bieten. Der NSU-Skandal, vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Details bekannt werden. Der BND-Skandal,
Man spähte mal ebenso den französischen Außenminister, interessant, die Weltgesundheitsorganisation und das UN-Kinderhilfswerk aus. Ja, richtig, das Kinderhilfswerk, die bisher unbekannteste der gefährlichsten Bedrohungen, meine Damen und Herren. Wer, wie ich versucht, Licht ins Treiben des Landesamts für Verfassungsschutz beim NSU-Skandal in Hessen zu bringen, und ich habe schon viel Interessantes in den Akten entdeckt, der hat keinen Anlass, dieser Truppe, die bisher keinen überzeugenden Leistungsnachweis erbringen konnte, ständig mit weiterem Personal auszustatten. Die GRÜNEN haben mal klipp und klar für die Auflösung der Geheimdienste gestanden. Das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß. Gestern hat mich der grüne Fraktionsvorsitzende Matthias Wagner in seiner ihm eigenen rhetorischen Art gefragt, wer denn die Hunderte von privaten Wachleuten sicherheitsüberprüfen soll, wenn nicht der Verfassungsschutz. Herr Wagner ist leider nicht da. Ich habe sogar zwei Antworten für Sie. Die erste: Die Sicherheitsüberprüfung kann auch die Polizei durchführen. Und zweitens, Sie könnten sich diese Stellen beim Verfassungsschutz ja gänzlich sparen, wenn Sie statt problematischer Sicherheitsdienste zu beauftragen, rechtzeitig mehr Polizeibeamte eingestellt hätten. Hier holen die Landesregierung jetzt ihre hausgemachten Versäumnisse der Vergangenheit ein, meine Damen und Herren. Und das ist die Wahrheit. Es ist doch geradezu absurd, wenn Sie jetzt dafür mehr Verfassungsschützer einstellen wollen. Zumindest früher blieben die GRÜNEN gegenüber den Geheimdiensten und ihrer Allmacht immer skeptisch. Doch dass Sie sich jetzt an diesem historischen Ausbau beteiligen, zeigt in der Tat Ihre fundamentale Wendung in der Landesregierung. Meine Damen und Herren, wir brauchen gute Prävention, soziale Integration, vernünftige Polizeiarbeit und eine friedliche Außenpolitik. Wir beantragen deshalb, wie jedes Jahr, den Rückbau der Geheimdienste. Und das Geld soll in mehr Prävention bei zivilgesellschaftlichen Organisationen und gute Polizeiarbeit investiert werden. Natürlich haben wir auch in diesem Jahr wieder Mittel beantragt, damit die ständigen Kürzungen auf Kosten der Mitarbeiter des Landes aufhören. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nichts dafür, dass die Landesregierung weiterhin ihre Konsolidierungspolitik à la Schuldenbremse auf ihrem Rücken austragen will. Allein die Streichung der Beihilfe und die Nullrunde bei den Beamtinnen und Beamten in diesem Jahr sowie die Festlegung von Besoldungssteigerungen um nur 1% in den nächsten Jahren führen zu weiteren Einkommensverlusten. Wir fordern, dass das Land seiner Verantwortung gerecht wird und beantragen deshalb die volle Übertragung des Tarifergebnisses, die Rücknahme der Beihilfekürzung sowie die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche für alle Beamtinnen und Beamten. Einen letzten wichtigen Bereich sei kurz noch erwähnt. Das Projekt von Roland Koch, Hessen zu einem Musterland für Privatisierung zu machen, ist krachend gescheitert. Allen voran gescheitert sind die sogenannten PPP-Projekte, also die Überlassung öffentlicher Aufgaben an Privatunternehmen, die sich dann eine goldene Nase damit verdienen, indem sie dem Land schlechte Leistungen in Rechnung stellen. Wir beantragen seit Jahren, die Förderung dieser PPP-Projekte endlich einzustellen und die sogenannte PPP-Kompetenzstelle in eine Kompetenzstelle für Rekommunalisierung umzuwandeln. Es gilt, die vielen guten Beispiele, wo in den letzten Jahren öffentliche Aufgaben wieder öffentlich wahrgenommen wurden, durch das Land endlich angemessen zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir führen die Debatte um den Einzelplan 03, also den Bereich der Innenpolitik, in diesem Jahr, glaube ich, mit ganz besonderen Vorzeichen. Deswegen wundert es mich schon, dass man das Tremolo der vergangenen Jahre hier in diesen Debatten immer wieder heraushört, ohne dass man vielleicht einmal darüber nachdenkt, in welcher besonderen Situation wir uns eigentlich in diesem Jahr befinden. Wir befinden uns in einer besonderen Situation. Gestern ist schon viel darüber gesagt worden nach den Anschlägen in Paris. 130 Getötete, 352 Verletzte. Zum ersten Mal in Europa, in einer Metropole, in Paris, sprengen sich islamistische Terroristen mit Sprenggürteln in die Luft. Das ist eine ganz besondere Situation und ist auch eine ganz besondere Herausforderung, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns als Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker. Und in einer solchen Situation das Tremolo der vergangenen Jahre zu wiederholen und ehrlich und zu sagen, dass man in einer solchen Situation fordert, dass man den Staat, dass man die Sicherheitsbehörden blind macht, indem man den Verfassungsschutz abschafft, ist geradezu absurd, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ist gerade so absurd. Und noch nicht einmal einen einzigen Vorschlag hier vorzutragen, wie man es denn besser machen sollte. Meine Damen und Herren, wir stehen wirklich vor großen Herausforderungen. Wir müssen als Gesellschaft die freie und offene Gesellschaft verteidigen. Wir müssen unsere Grundwerte verteidigen. Es geht darum, dass wir den Schutz unseres Grundgesetzes, unserer Grundwerte durchsetzen. Wir müssen zeigen, dass wir die freie und offene Gesellschaft schützen können, dass wir dazu in der Lage sind. Wir müssen zeigen, dass wir aber auch eine wehrhafte Demokratie sind. In schlimmen Zeiten müssen wir auch mit Polizei und Sicherheitsbehörden diese Grundrechte schützen können, meine Damen und Herren. Es muss auch klar sein, dass man Grundrechte schützen muss und dass man Grundrechte nicht damit schützt, dass man sie einschränkt und dass man sie abschafft. Wir brauchen eine Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die in diesen Tagen auf uns alle zukommt. Und die zweite Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen müssen, ist die Unterbringung, die Versorgung, also die humanitäre Aufgabe, Flüchtlinge in unserem Land ordentlich unterzubringen. Eine ganz große, enorme Aufgabe für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städte und Kommunen, für Polizei, für Feuerwehr, für Sanitätskräfte, für den Katastrophenschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist sehr viel persönliches und privates Engagement unterwegs in unserem Land. Und wir müssen uns, glaube ich, sehr bei denen bedanken, die diese Arbeit tragen und die jeden Tag herausgehen und diese wichtige Arbeit machen. Ohne sie wäre das, was wir zurzeit leisten müssen, nicht möglich. Herzlichen Dank dafür. Aber wenn man die Herausforderungen sieht, in denen wir uns hier bewegen im Einzelplan 03, dann reicht es eben auch nicht nur zu reden, da muss eben auch gehandelt werden. Und das tun wir sehr deutlich. Wir machen das im Bereich der Polizei, indem wir Stellen aufstocken. 200 zusätzliche Stellen bei der hessischen Polizei. Wir stocken den Bereich der Wachpolizei um 100 zusätzliche Stellen auf. Wir schaffen bei der hessischen Polizei die Möglichkeit, Überstunden in erheblichem Maße abzubauen. Dafür stehen wir als Land 10 Millionen € zur Verfügung. Wir schaffen die Möglichkeit, dass mein Gott, Herr Kollege Schmidt, wenn Sie morgen früh schon so einen Blutdruck haben, dann würde ich vielleicht mal morgen früh einen Arzt konsultieren, aber nicht mich hier hinsetzen und in einer solchen Debatte mich in solch einer Debatte wieder mit den gleichen Zwischenrufen, die Sie schon immer machen. Vielleicht sollten Sie mal eine andere Platte auflegen, Herr Kollege Schmidt. Meine Damen und Herren, wir werden im Bereich der Zulage, ja, dass Sie das ärgert, kann ich ja nun verstehen, Herr Kollege Schmidt. Im Gegensatz zu Ihnen hängen wir nicht nur die Fahne raus, sondern wir stellen die Anträge dazu, und wir stellen die Mittel auch dafür bereit. Das unterscheidet uns im Gegensatz zu Ihnen, meine Damen und Herren. Also noch einmal, 200, noch einmal, Herr Kollege Schmidt,
weil sie ganz besonders ärgert. 200 zusätzliche Vollzugspolizisten, 100 zusätzliche Wachpolizisten, 96 Stellen werden im Landesdienst nicht gestrichen, 55 zusätzliche Stellen beim Verfassungsschutz, 500 Möglichkeiten Stellenhebungen im Bereich der Polizei, damit wir Aufstiegschancen für die Polizistinnen und Polizisten schaffen. Wir werden auch darauf achten, dass diese Hebungen in der Fläche ankommen. Die Vergütung für Mehrarbeit stellen wir über 10 Millionen € zur Verfügung. Die Hebungen habe ich gerade schon erwähnt. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung redet nicht nur, sondern diese Landesregierung handelt. Und das beweisen wir mit diesem Programm, meine Damen und Herren. Wir machen aber auch noch mehr. Wir machen auch in dem Bereich, da wo es darum geht, zu verhindern, dass Menschen, dass junge Menschen in den Bereich des Extremismus abgleiten, da machen wir als Hessische Landesregierung vorbildliche Arbeit. Ich kann es eigentlich nicht verstehen, Kollegin Faeser, dass gestern die Vertreterin der Französischen Republik hier im Hessischen Landtag das, was wir im Bereich des Rechts der Präventionsarbeit gegen Salafisten und Islamisten machen, hier ausdrücklich im Hessischen Landtag lobt. Wir sind als Land Hessen Vorreiter in diesem Bereich. Es gibt kein anderes Bundesland, das im Bereich Prävention Salafisten und Islamisten so viel macht wie das Land Hessen. Und das von der Vertreterin der Französischen Republik hier anerkannt wird, aber dass die SPD nicht in der Lage ist, einmal zu sagen, dass das gut und dass das richtig ist und dass es hervorragend ist, dass wir in diesem Jahr noch einmal 400.000 € obendrauf legen, über dieses Stöckchen könnten Sie, glaube ich, ruhig springen, meine Damen und Herren. Und da könnten Sie als Opposition, glaube ich, ruhig auch einmal bei der Regierung sein. Wir werden auch im Bereich der Frage des Rechtsextremismus im Präventionsbereich noch einmal zusätzliche Mittel bereitstellen. Also zusätzliche Mittel in der Größenordnung von 2 Millionen € im Bereich der Prävention. Das kann sich sehen lassen, meine Damen und Herren. Es gibt hier ein ausgewogenes Programm auf der einen Seite, die Polizei, also die repressive Seite, zu stärken. Aber uns ist es immer wichtig gewesen, von Anfang an wichtig gewesen, dass wir eine starke Säule im Bereich der Prävention aufbauen. Und das tun wir mit diesem Haushalt, meine Damen und Herren. Da bin ich außerordentlich glücklich drüber. Und ich habe ja auch ein bisschen zugehört, was der Kollege Schaus hier vorgetragen hat. Ich glaube, ob man sich damit auseinandersetzt oder nicht, es hilft sowieso nicht. Aber ich will es noch einmal versuchen. Herr Kollege Schaus, dass Sie sich hier hinstellen und im Bereich der Polizei und der Stellenbewirtschaftung der Polizei uns hier Nachhilfeunterricht geben wollen, das ist schon geradezu absurd. Ich will Ihnen einmal sagen, wie es in Thüringen aussieht. Der Beschluss der thüringischen Landesregierung, da sitzen Sie in der Regierung, Herr Kollege Schaus, heißt, der Stellenabbau, das unterscheidet uns eben, dass wir es anders machen. Der Stellenabbaufahrt im Bereich der Polizei in Thüringen wird weiterverfolgt. Also Stellenabbau ist da. Und wenn Sie sich mal angucken, Sie regieren ja auch in Brandenburg. In Brandenburg kürzen Sie die Stellen bei der Polizei um 21%. Das sind die Realitäten. Hier, wenn Sie in der Opposition sind, reden Sie so, als wollten Sie mehr Stellen bei der Polizei schaffen. Und da, wo Sie in Regierungsverantwortung sind, machen Sie genau das Gegenteil, Herr Schaus. Nur, um das hier einmal klarzustellen. Auch bei der Ausstattung, meine Damen und Herren, auch bei der Ausstattung der hessischen Polizei machen wir einen großen Schritt. Die hessische Polizei ist eine sehr gut ausgestattete Polizei. Wir werden aber in dem Bereich noch einmal zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um die Ausstattung der Polizistinnen und Polizisten zu verbessern. Das können Sie auch in den Änderungsanträgen im Haushalt nachlesen. Wir werden im Bereich der Kriminalprävention zusätzliche Mittel einstellen. Wir werden im Bereich Einbruch-Diebstahlprävention Mittel bereitstellen. Wir werden im Bereich der Ausbildung für Polizei und Verwaltung zusätzliche Stellen zur Verfügung stellen, damit die Polizistinnen und Polizisten, die wir als Anwärter in Dienst nehmen, Herr Kollege Schaus, auch ausgebildet werden können. Nur einmal so am Rande bemerkt. Also, meine Damen und Herren, wir brauchen
und gerade auch vom Kollegen Schaus keinen Nachhilfeunterricht im Bereich der Innenpolitik. Ich glaube, dass wir mit dem, was wir hier vorlegen, den Anforderungen, denen wir uns zurzeit ausgesetzt sehen, im Bereich Terrorismus auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, in dem Bereich, wo es darum geht, eine humanitäre Unterbringung für Flüchtlinge zu organisieren, dass wir hier die Antworten finden, dass wir hier einen ausgewogenen Haushalt vorlegen und dass das ein guter Tag und eine gute Entscheidung auch für die hessische Polizei sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, man kann das jetzt einmal ein bisschen unaufgeregter angehen, als wir das eben erlebt haben. Denn das, worüber wir heute hier reden, dieser Haushalt, über den wir in zweiter Lesung beraten, über den beraten wir in der Tat schon in einer etwas ungewöhnlichen Situation. Wir wissen nämlich, dass dieser Haushalt, über den wir beraten, niemals tatsächlich in Kraft treten wird, sondern dass dieser Haushalt, der Kollege Stephan, ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen ist, aber Ihre Landesregierung hat angekündigt, dass sie umfangreiche, aber wirklich umfangreiche, grundlegende Veränderungen an diesem Haushalt noch vornehmen will. Dann werden wir uns vielleicht mit einem anderen Haushalt befassen müssen, als mit dem, was uns vorgelegt worden ist. Gleichwohl will ich einige Anmerkungen machen. Schon der vorgelegte Haushaltsplan enthält einige Punkte, die hervorzuheben sich durchaus lohnt. Ich will das sehr deutlich sagen. Hier sind sehr viele, sehr positive Punkte anzumerken, was den Haushalt des Innenbereichs angeht. Vieles, was wir in der Vergangenheit in Haushaltsberatungen oder auch in der politischen Debatte gefordert haben, was grundsätzlich unterstützenswert ist, das fängt an mit der Verbesserung der personellen Ausstattung der Polizei, die schon im ursprünglichen Haushalt vorgesehen war. Es geht weiter über die Verbesserung der personellen Ausstattung beim Verfassungsschutz und, was ebenfalls sehr wichtig ist, die Aufstockung der Mittel für Abschiebungen. Dass dieses erforderlich ist, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Der Ministerpräsident hat in seiner gestrigen Rede auch darauf hingewiesen. Ich will ganz besonders hervorheben, etwas, was jetzt endlich geschieht, was endlich sich in diesem Haushalt wiederfindet. Auch darüber haben wir schon mehrfach diskutiert, insbesondere nach der grundlegenden Anhörung zum Thema Salafismus hier im Hessischen Landtag. Endlich werden die Mittel für die Bekämpfung des radikalen Islamismus erhöht um 400.000 €. VPN wird entsprechend aufgestockt. Das ist eine überfällige Maßnahme, eine höchst überfällige Maßnahme. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Wir haben in der Vergangenheit jahrelang, teilweise in Koalitionsberatungen, in der Vergangenheit, der Koalitionspartner nicht bereit war, darauf einzugehen, später auch hier mit Haushaltsanträgen im Parlament darauf gedrängt, endlich die Kritik des Rechnungshofes aufzugreifen und das Thema Polizeidruckereien in Angriff zu nehmen. Ich stelle erfreut fest, dass jetzt im Haushaltsplan dieses berücksichtigt ist. Wir hatten die Abschaffung von zwei der drei Polizeidruckereien in Hessen gefordert, die weder ausgelastet waren noch benötigt wurden. Das Einsparpotenzial war ein bisschen höher als das, was Sie jetzt tatsächlich im Haushalt realisieren, Herr Minister. Ich sage Ihnen in aller Kollegialität, da geht noch was. Sie haben unsere Unterstützung, wenn dort auch entsprechend weitergearbeitet wird. Ich will noch einige kurze Stichworte machen zu dem Haushaltsplan, der uns nicht vorliegt, der uns aber angekündigt worden ist, nämlich zu der Umsetzung des Aktionsplans Asyl. Das ist noch relativ wenig konkret, weil wir die Anträge noch nicht auf dem Tisch haben. Aber das, was angekündigt worden ist, ist durchaus positiv. Das haben wir auch schon mehrere Kollegen hier entsprechend vorgetragen. Ich hebe hier hervor, dass Sie endlich das tun, was wir auch in der letzten Haushaltsplanberatung schon gefordert haben, dass Sie nämlich den Stellenabbau, den Sie auch im Haushalt vorgesehen hatten, zurücknehmen, dass Sie ihn nicht durchführen im Bereich der Polizeiverwaltung. Das ist ein Haushaltsantrag der FDP aus dem letzten Jahr. Ich stelle fest, die Koalition braucht immer etwas länger, aber irgendwann verschließt sie sich den besseren Erkenntnissen der Opposition, der Freien Demokraten nicht, sondern setzt das dann doch noch um. Es
gibt einen weiteren Punkt, über den wir lange debattiert haben, der finanziell schwierig war und ist, wo ich sehr froh bin, dass die Landesregierung sich jetzt wohl entschlossen hat, etwas zu tun. Das ist die Veränderung bei den Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten. Allerdings finde ich es etwas verwunderlich. Vielleicht kann der Innenminister nachher noch etwas dazu sagen. Sie sollten einmal den Schleier lüften, was denn dort tatsächlich kommt. Denn die Zahlen, um die es geht, dazu ist noch nichts bekannt. Ich fürchte, wenn man keine Zahlen nennt, dann hat man auch noch keine, weil einem der Finanzminister noch nicht das grüne Licht gegeben hat, was denn tatsächlich gehen könnte. Ich wäre dankbar, wenn Sie den Schleier lüften würden, damit wir wenigstens, wenn wir schon nicht über die konkreten Zahlen hier beraten können, wissen, in welche Richtung es gehen soll. Sie haben vorgesehen, 600 neue Stellen bei der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung. Wer immer dort sich die Situation angeschaut hat, weiß, dass auch dies mehr als überfällig ist. Dort wird eine hervorragende Arbeit gemacht. Ich will die Gelegenheit nochmals nutzen, sowohl den Haupt- wie auch den Ehrenamtlichen, die in dem Bereich der Erstaufnahmeeinrichtungen, aber auch weit darüber hinaus in den Kommunen arbeiten, ausdrücklich zu danken. Da ist trotz Versäumnissen der Landesregierung, trotz nicht ausreichender zur Verfügungstellung von Personal intensivst gearbeitet worden. Und wenn ich z.B. sehe, die Zahlen, die wir jetzt gehört haben, über den Anstieg der freiwilligen Ausreisen, auch der Abschiebungen, aber vor allem auch der freiwilligen Ausreisen, die natürlich ein besserer Weg sind als der Weg der Abschiebung, das haben wir zu verdanken, nicht etwa der Landesregierung, sondern das haben wir zu verdanken Mitarbeitern, die sich aufgerieben haben. Das haben wir zu verdanken zum ganz großen Teil Mitarbeitern, die eigentlich längst im Ruhestand sind, die aber freiwillig gekommen sind, die genau in den Bereich der freiwilligen Ausreisen, der Minister weiß, wovon ich rede, ganz besonders aktiv waren und dies organisiert haben, wenn jetzt hierfür 7 Millionen € bereitgestellt werden sollen. Danke, das scheint mir sinnvoll. Sie haben angekündigt, 10 neue Stellen beim Verfassungsschutz, 10 weitere neue Stellen. Ich wage die Frage zu stellen, ob dies nach den Ereignissen der letzten Tage wirklich der Weisheit letzter Schluss ist oder ob diese 10 Stellen nicht es wert sind, noch einmal darüber nachzudenken, ob es ein bisschen mehr sein darf. Meine Damen und Herren, zusammenfassend kann ich einfach nur feststellen, sowohl zu dem Aktionsplan wie auch zu dem vorgelegten Haushalt, es wäre ein bisschen einfacher gewesen, hätte uns manche Debatten erspart, wenn Sie direkt unsere Vorschläge konstruktiv aufgenommen hätten und nicht so viel Zeit verloren hätten. Auf der anderen Seite weiß man ja, wie das politische Geschäft funktioniert. Sie hätten dann weniger Gelegenheit gehabt, jetzt im Kommunalwahlkampf entsprechende Geschenke auszuteilen. Gut, lieber spät als nie. Deswegen sehen wir das nach wie vor als eine positive Entwicklung. Ich will eines letztlich ansprechen, auch wenn es nicht direkt zum Haushalt gehört, aber wir haben im Zusammenhang mit dem Haushalt schon zum Thema Verfassungsschutz hier einiges gehört. Ich stelle insofern auch erfreut und positiv fest, dass die demokratischen Fraktionen in diesem Hause sich einig sind, dass der Verfassungsschutz völlig unverzichtbar ist für unsere Sicherheitsarchitektur und dass wir dort auch entsprechend arbeiten müssen. Ich stelle aber auch fest, dass wir hier noch eine Aufgabe vor uns haben, nämlich die Novelle des Verfassungsschutzgesetzes, die Umsetzung dessen, was der NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin insbesondere an Empfehlungen gebracht hat, ist in Hessen noch nicht erfolgt. Wir haben stattdessen bekommen einen Entwurf eines Verfassungsschutzgesetzes, der von der von Ihnen eingesetzten Expertenkommission in der Luft zerrissen worden ist. Anders kann man das nicht nennen. Ich denke, Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, sollten das als wichtige Botschaft nehmen. Und ich appelliere an Sie, dass wir beim Verfassungsschutzgesetz im Interesse einer starken gemeinsamen Botschaft das hinkriegen, was wir seinerzeit bei der Novelle des Datenschutzgesetzes hingekriegt haben, nämlich eine überparteiliche Einigung. Ich hatte schon einmal vorgeschlagen, dass wir uns gemeinsam an die Novelle des Gesetzes heransetzen, uns bemühen, einen gemeinsamen Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der Vorschläge der Expertenkommission zu erarbeiten. Ich wiederhole diesen Appell, weil ich das gerade in Zeiten wie diesen für die Gemeinsamkeit der Demokraten für ein wichtiges und starkes Signal halte. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin den Kolleginnen und Kollegen dankbar, dass wir bei aller Schärfe im Detail uns vor allen Dingen auch vergegenwärtigen, in welcher Zeit wir im Moment eine Haushaltsdebatte über die Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden, in welchen Zeiten wir diese Haushaltsdebatte führen. Die furchtbaren terroristischen Anschläge von Paris in diesem Jahr und ja nicht nur vor 10 Tagen, sondern schon vor 11 Monaten, am Anfang des Jahres, als die Redaktion von Charlie Hebdo angegriffen worden ist, trifft uns in der Tat im Kern unseres freiheitlichen Zusammenlebens in ganz Europa. Und das ist auch deutlich geworden, nicht nur gestern in der Stunde mit der französischen Generalkonsulin, es trifft uns auch in unseren Herzen, meine Damen und Herren. Die Sicherheitsbehörden arbeiten daran, Tag und Nacht, das ist ihre Aufgabe, aber sie arbeiten daran, dass wir die Sicherheit im Lande für die Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Wir haben eine hohe Gefährdungslage, auch in Hessen. Und die Menschen brauchen in unserem Land keine Angst zu haben, aber wir sind gut beraten, wenn wir gemeinsam wachsam sind, meine Damen und Herren. Wir werden keine absolute Sicherheit in unserem Lande gewährleisten können. Das wird in einer freien und offenen Gesellschaft, so wie wir sie haben wollen und so wie wir sie leben wollen, leider nicht möglich sein. Aber lassen Sie uns auch klarmachen, wir lassen uns nicht verunsichern. Wir leben unser Leben, ob dazu Fußballveranstaltungen, Weihnachtsmärkte gehören oder was auch immer. Wir leben und wir leben unsere Freiheit, so wie wir das wollen. Und ich finde, das ist ein wichtiges Signal, was auch aus einer solchen Debatte gehen sollte. Und wenn ich sage, wir arbeiten, unsere Sicherheitsbehörden arbeiten Tag und Nacht daran, die Sicherheit zu gewährleisten, dann können wir, und da dürfen wir auch ein Stückchen stolz drauf sein, uns darauf berufen, dass wir eine erfolgreiche Polizei in Hessen haben. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl bei der Polizei wie auch beim Landesamt, die mit großem Engagement dafür sorgen, dass die Sicherheit insgesamt gewährleistet ist. Das kann man, ohne Statistiken zu überhöhen, aber natürlich auch an Statistiken ablesen. Die Anzahl der Straftaten ist in einer Größenordnung von 400.000 zum vierten Mal unter 400.000 €. Das sind Größenordnungen, die hatten wir 1984. Die zweithöchste Aufklärungsquote für das letzte Jahr, wo es gemessen worden ist, ist die zweithöchste Aufklärungsquote in diesem Lande seit 1971. Die Kriminalitätsbelastung geht zurück. Das alles ist kein Selbstzweck, weil am Ende ist das ein Ausdruck dafür, dass wir auch weniger Opfer in unserem Lande haben von Kriminalität, von Straftaten. Und ich finde, wenn wir uns das so betrachten, dann können wir stolz auf tüchtige Polizeivollzugsbeamte in diesem Lande sein. Und das sollten wir auch äußern, weil dafür können wir auch ein Stück weit dankbar sein. Das heißt, die Sicherheit in unserem Lande verdanken wir den tüchtigen Beamtinnen und Beamten, aber wir verdanken diesen Erfolg auch natürlich dem Rahmen, in dem unsere Beamtinnen und Beamten ihre Arbeit leisten können. Dazu gehört der Rechtsrahmen, den wir schaffen mit unserem Sicherheitsgesetz, aber natürlich auch im Kern dessen, was wir hier und heute machen, wie wir die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ausrüsten und ausstatten. Und auch hier können wir über die letzten Jahre, glaube ich, auf einen erfolgreichen Weg zurückblicken. Und auch dieser Haushalt gibt wieder ein deutliches Signal, dass wir diese Arbeitsbedingungen, unter denen Sicherheit geleistet wird in diesem Lande, dass wir die auf einem hohen Niveau weiterhalten. Meine Damen und Herren, es ist der Vorwurf gemacht worden, dass wir wegen irgendeiner Gruppe Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sozusagen zusätzlich einstellen. Ich will Ihnen einmal sagen, dass wir damit der hohen Arbeitsbelastung
die die hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in diesem Lande haben, gerecht werden. Und dazu gehört nicht nur die Frage, die gehört auch dazu, dass es viele Menschen gibt, die in unser Land gekommen sind. Eine Stadt wie Rüsselsheim ist sozusagen neu dazugekommen. Wenn wir am Reißbrett eine neue Stadt planen würden, dann würden wir eine Polizeistation dazu bauen. Und letztendlich kommen wir am Ende natürlich dieser Frage genauso nach wie der wirklich hohen Einsatzbelastung in diesem Jahr. Ich habe vorhin schon angedeutet, wir haben angefangen Anfang des Jahres mit Charlie Hebdo. Das hat uns natürlich auch und unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sozusagen nicht nur im Markt getroffen, sondern auch unsere Einsatzbelastung hochgefahren, weil wir Schutzmaßnahmen machen mussten und Ähnliches. Wir hatten die Einweihung oder die Eröffnung der EZB. Sie erinnern sich an die furchtbaren Bilder, die wir in Frankfurt hatten. Wir hatten G7. Wir hatten an jedem Montag in diesem Jahr Demonstrationen, z.B. in Frankfurt, wo auf der einen wie auf der anderen Seite gegen oder für etwas. Ich will das überhaupt nicht die inhaltliche Frage Herr kommentieren. Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, aber erst nach dem Gedanken. Ich will das überhaupt nicht kommentieren, aber immer hat die hessische Polizei, haben die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der Mitte gestanden und sind wechselseitig von der einen wie von der anderen Seite entsprechend angegangen worden. Wir hatten innerhalb und außerhalb Hessens eine sehr, sehr hohe Einsatzbelastung. Und dieser Einsatzbelastung werden wir gerecht, indem wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt treffen, dafür Sorge tragen, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf Sicht mehr werden, eine Perspektive gibt und dass wir über die Wachpolizei auch sehr schnell Personal haben, mit dem wir auf bestimmte Fragen in diesem Zusammenhang reagieren können. Ich finde, das ist nicht kritikfähig, sondern das ist gut, dass wir das so machen. Herr Innenminister, ich teile Ihre Einschätzung, dass die Arbeitsbelastung der Polizei durch all diese Umstände und andere sehr hoch war. Ich frage Sie aber, warum haben Sie dann dem nicht Rechnung getragen bei der Aufstellung des Haushaltes? Vielen Dank für die Frage und für die Möglichkeit, es klarzustellen. Wir haben schon darauf reagiert. Ja, wir haben, meine Damen und Herren, ich will mal eins sagen. Der letzte Nachweis, den Sie aus Regierungszeit gebracht haben, war nach meiner Erinnerung irgendwann im letzten Jahrtausend. Aber ich glaube, der letzte Haushalt hat 400 Polizeibeamte weniger vorgesehen. Wenn wir jetzt einmal betrachten, was wir in unserer Regierungszeit gemeinsam mit den GRÜNEN erreicht haben, im Jahre 2015 und 2016 sind im Haushalt insgesamt 500 mehr Beamtinnen und Beamte für Sicherheit vorgesehen. Also, was wollen Sie denn da noch kritisieren? Nein, meine Damen und Herren, darauf lassen wir uns nicht ein. Ich kann ja die Verärgerung der SPD verstehen. Weil eigentlich ärgern Sie sich ja darüber, dass es gar nichts zu kritisieren gibt an diesem Innenhaushalt. Das ist doch Ihr Problem in Wahrheit. Sie müssen doch Ihre Unzufriedenheit mit irgendwelchen Maßnahmen aus den Jahren 2002 und 2004 begründen. Aus 2015 und 2016 haben Sie überhaupt nichts zu kritisieren. Meine Damen und Herren, 200 Stellen bei der hessischen Polizei, neue Polizeivollzugsbeamte, die gleichwohl erst in 3 Jahren zur Verfügung stehen, das wissen wir. Aber diese Perspektive gibt es für unsere Dienststellen, und damit, glaube ich, ist das ein wichtiges Signal. Das Zweite, ich habe es gesagt, 100 neue Wachpolizisten. Die stehen uns nach einer kurzen Ausbildungszeit in 18 Monaten zur Verfügung. Deswegen haben wir dort an dieser Stelle noch einmal neu aufgestockt. Und, meine Damen und Herren, ich will Ihnen auch sagen, warum wir SPD-Anträgen an dieser Stelle nicht zugestimmt haben, Frau Kollegin Faeser. Sie haben gefragt, warum wir nicht zugestimmt haben, dass wir neue Anwärter einstellen. Weil wir keine neuen Anwärterstellen gemacht haben, sondern weil wir Polizeivollzugsstellen gemacht haben. Und wir haben Polizeivollzugsstellen gemacht, die dann dafür Sorge tragen, dass wir in der A11, in der A12 und in der A13 und in der A10
entsprechende Stellen vorgesehen haben, die noch mit dafür Sorge tragen, dass wir unser Hebungsprogramm, das ohnehin schon vorgesehen war, noch weiter ausbauen können, sodass wir über 500 Beförderungsmöglichkeiten jetzt geschaffen haben in diesem Haushalt. Das unter dem Gesichtspunkt Motivation. Ich glaube, auch das ist nicht zu kritisieren. Meine Damen und Herren, wie gesagt, wir sind dort nach meiner Einschätzung im Kern des Problems. Eigentlich gibt es nichts zu kritisieren, und das ist sozusagen das größte Ärgernis der SPD an dieser Stelle. Ich will den Schleier gerne lüften, Herr Kollege Greilich, was die Frage Dienst zu ungünstigen Zeiten angeht. Wir haben uns vorgenommen, und da muss ich mich jetzt in der Summe sozusagen in der Zusammenrechnung, was das für den einzelnen Kollegen ausmacht, darf ich mich auf die Berechnung der GdP stützen. Die haben gesagt, das bringt ungefähr 90 € für die Kolleginnen und Kollegen. Das haben sie in der letzten Woche in einer Pressemeldung mitgeteilt, nachdem wir gemeinsam über die Zahlen gesprochen haben. Die Nachtarbeit wird auf 2,61 € die Stunde ansteigen, die Samstagsarbeit auf 79 Cent und Sonn- und Feiertagsarbeit auf 3,25 €. Damit sind wir sozusagen auf dem bayerischen Wert, den wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, das wird der Motivation unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Schichtdienst guttun. Und auch darauf sind wir stolz, dass wir das hier in diesem Haushalt geschafft haben. Die große Einsatzbelastung, die wir haben, führt natürlich auch dazu, dass Überstunden aufgebaut werden. Das ist so. Das ist doch nicht zu beklagen. Wir haben einen Personalkörper, mit dem wir arbeiten müssen und arbeiten können, auch gut arbeiten können. Aber in besonderen Zeiten führt das dazu, dass Überstunden auch aufgebaut werden. Und die Überstunden, die auszahlungsfähig sind, ich will dem Plenarsaal hier ersparen, Ihnen zu erklären, welche Formen von Überstunden wir alle in unseren Regelungswerken haben. Aber diejenigen, die auszahlungsfähig sind, das sind ungefähr eine halbe Million Überstunden, die werden wir mit den Mitteln, die wir vorgesehen haben, insgesamt auszahlen können. Auch das ist eine schöne Motivationsspritze für unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Lassen Sie mich zwei letzte Punkte noch ansprechen. Ich finde, es gehört mit dazu, dass wir an dieser Stelle nicht den Verhetzungen der LINKEN, was das Landesamt für Verfassungsschutz angeht, auf den Leim gehen. Meine Damen und Herren, Sie sind die Ersten. Sie sind die Ersten, die fragen, wenn an irgendeiner Stelle irgendwo ein rechtsextremistisches oder was auch immer Konzert stattgefunden hat, und fragen den hessischen Innenminister im Innenausschuss, was habt ihr gewusst? Wann habt ihr das gewusst? Warum habt ihr das vielleicht nicht gewusst? Und so weiter. Und an der gleichen Stelle sozusagen zu beklagen, dass wir diejenigen, die uns das mitteilen können, weiter aufbauen, weiter ausrüsten mit Stellen, das ist der Gipfel der Heuchelei. Den kann man wirklich kaum ertragen, meine Damen und Herren. Kaum ertragen. Und da sage ich Ihnen, wir sind gut beraten, meine Damen und Herren, wenn wir unser Landesamt, und das tun wir, weiter ausbauen. Wir haben große Herausforderungen zu stemmen, die einmal den Salafismus angehen, den Rechtsextremismus angehen. Und da brauchen wir eine Behörde, die uns eben Erkenntnisse übermitteln kann, um die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Deswegen bin ich froh und glücklich, dass es gelungen ist, gemeinsam mit dem Finanzminister, dass wir das Landesamt weiter stärken können mit 20% Personal. Den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, gehört mit in diesen Zusammenhang. Wir sind in Hessen dabei, dass wir mit den Maßnahmen, die wir getroffen haben, im Präventionsnetzwerk für Salafismus, aber übrigens auch bei der Frage Rechtsextremismusprävention, sind wir herausragend ausgestattet. Und Herr Kollege Greilich, es ist nicht überfällig. Wir haben von 14 auf 15 die Mittel verdoppelt. Wir haben von 15 auf 16 die Mittel verdoppelt. Und wir legen jetzt noch einmal 400.000 € nach, weil das Problem natürlich auch in dieser Zeit angewachsen ist. Das darf man ja nicht verkennen. Und wir haben einen Weg gefunden haben mit dem Verein VPN, der sich wirklich um die einzelnen
um die einzelnen Menschen kümmert, um die Familien, um die Umfelder kümmert, einen Verein gefunden haben, der das für uns leistet. Insofern ist es eine gute Maßnahme, einmal, dass wir Vorreiter sind bei der Frage Prävention in diesem Bereich. Aber es ist auch gut und nicht zu beklagen, dass wir dafür zusätzliche Mittel zur Verfügung halten. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass wir für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande als Koalition gemeinsam mit unseren Behörden arbeiten. In diesem Sinne bedanke ich mich am Ende für Zustimmung zu unserem Einzelplan. Danke. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Faeser, SPD-Fraktion. Von der intern verabredeten Redezeit bleiben noch 3 Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Herr Innenminister, ich bin schon etwas erstaunt, dass Sie sagen, es gäbe ja gar nichts zu kritisieren und darüber sei ich unglücklich. Also, das ist schon gewagt bei den ganzen Dingen, die Sie hier eben gerade nicht in den Haushalt eingestellt haben. Im Haushalt ist überhaupt nichts drin vom Maßnahmenpaket. Da ist keine Aufstockung drin. Da fehlen die Überstundenabgeltung. Und die Überstunden, Herr Innenminister, sind bis August 2015 aufgelaufen, die 3,5 Millionen. Nicht erst danach und nicht, wie Sie es immer wieder tun, das haben Sie vorhin auch wieder getan, in Verknüpfung mit den Flüchtlingen. Das hat damit nichts zu tun. Die waren vorher da. Deshalb hätten Sie auch in den Haushalt gehört. Und dann hier zu sagen, es gäbe nichts zu kritisieren, finde ich schon dreist. Die Anträge liegen uns noch gar nicht vor. Bislang kennen wir es aus der Presse und gestern vom Ministerpräsidenten, was im Maßnahmenpaket drin ist. Der Haushalt angeblich drin ist. Werden wir sehen, was dann da kommt. Im Haushalt ist all das nicht drin. Und wie Sie sich dann hier hinstellen und sagen, da gibt es nichts zu kritisieren im Haushalt, das konterkarieren Sie mit Ihrem Maßnahmenpaket ja selbst. Da ist ja schon immanent, dass es etwas zu kritisieren gibt, weil all das ja nicht im Haushalt enthalten ist. Es ist schlicht nicht drin. Und die Verknüpfung zu tun, ist schlicht unredlich. Und zur Motivation der hessischen Polizeibeamten, Herr Innenminister, da reichen die 3 Minuten in der Tat nicht aus. Was ist denn mit dem hohen Krankheitsstand der Beamtinnen und Beamten? Ja, es wird uns gesagt, dass 25 bis 30 Tage Krankenstand pro Jahr sind. Das ist extrem hoch, aber Sie beantworten die Anfrage noch nicht einmal. Wir können das noch nicht einmal überprüfen, weil die entsprechende Anfrage nicht beantwortet wird aus dem Innenministerium. Insofern so viel zur Motivation, Herr Innenminister. Die 42-Stunden-Woche, die nach wie vor existiert, auch da 42-Stunden-Woche ist immer noch die geltende Arbeitszeit der hessischen Polizei in Hessen, Herr Bellino. Also, ich weiß nicht, wo Sie sich Ihre Informationen herholen, wie viel die hessische Polizei arbeitet. Sie arbeitet 42 Stunden. Das heißt, Sie haben einen Überstundenblock von 3,5 Millionen. Sie haben die 42-Stunden-Woche. Sie haben einen extrem hohen Krankenstand. Und da reden Sie hier von gut motivierter Polizei. Herr Innenminister, vielleicht ist es Zeit, dass Sie mehr vor Ort gehen und sich informieren, wie die Lage bei der hessischen Polizei ist. Ja, ich weiß schon, dass Sie die fehlende Wertschätzung der hessischen Polizei, die wird Ihnen vor Ort als Abgeordneter schon mitgeteilt. Da bin ich mir sicher. Das kann auch einer der Ursachen sein, dass Sie jetzt im Maßnahmenpaket noch etwas für die Polizei tun, was gut ist. Ich habe das hier gesagt, dass es gut ist. Und insofern, Herr Bellino, wünsche ich Ihnen gute Verrichtung dabei, wenn Sie vor Ort die Gespräche führen. Die werden Ihnen sagen, dass es die fehlte Politik der CDU-geführten Landesregierung ist, die dazu geführt hat, dass die Polizei demobilisiert ist und nicht etwas anderes. Vielen Dank. Damit ist die Beratung des Einzelplans 03 abgeschlossen. Und ich rufe jetzt Einzelplan 04 auf und erteile das Wort dem Abg. Degen, SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will Ihnen gleich zu Beginn dieser Einzelplanberatung 04 meine zwei wesentlichen Erkenntnisse bei der Betrachtung des Plans mitteilen. Und zwar erstens.
Die SPD-Fraktion ist der Regierung immer zwei Schritte voraus. Das gilt nicht nur bei Rettungsgassen und Blaulicht. Frau Kollegin Faeser hat das gerade sehr eindrücklich dargestellt. Gleiches gilt für den Bereich der Bildung. Das werde ich Ihnen auch im Laufe meines Beitrags noch sehr deutlich an Beispielen zeigen. Und zweitens, und das ist das deutlich gravierendere, ist dieser Landesregierung fehlt es an politischer Führung, meine Damen und Herren. Politische Führung bedeutet mehr als repräsentieren und moderieren, Orientierung geben, und ein wirklicher Steuerungs- und Gestaltungsanspruch kommen doch wirklich zu kurz in diesem Land, meine Damen und Herren. Anstatt zu gestalten, schiebt Schwarz-Grün Verantwortung auf untere Ebenen ab und verkauft diese Mangelverwaltung am Ende noch als Mitsprache. Zur G8 genommen werde ich heute nichts sagen, aber es gab in den letzten Jahren nun wirklich genug Beispiele hierfür. Ich will ja gar nicht das Lob zurückhalten. Ja, Sie schaffen für einzelne Projekte einige Stellen mehr. Auf wessen Kosten, darauf kommen wir noch. Das will ich ja gar nicht kleinreden. Aber auf der Strecke bleibt doch, wo wollen Sie eigentlich hin? Ich will Ihnen meine Schlussfolgerung gerne an einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir doch die schulische Inklusion. Die SPD-Fraktion hat im vergangenen Jahr den Antrag gestellt, zugunsten der schulischen Inklusion Stellen aus dem Bereich der Förderschulen zugunsten der schulischen Inklusion zu verschieben. Sie haben das im letzten Jahr abgelehnt, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün. Erfreulicherweise folgen Sie unserem Vorschlag in diesem Jahr aber erstmals. Erstmals enthält der Entwurf der Regierung eine Reduktion an den Förderschulen hier im Bereich von 6 Millionen €, meine Damen und Herren. Genauso erfreulich ist, dass Sie ganze 18 Millionen €, das ist eine Hausnummer, dass Sie ganze 18 Millionen € bei schulischer Inklusion draufsatteln. Das sind zwar nicht die 22,5 Millionen €, die die SPD letztes Jahr gefordert hat, aber ich denke, die Richtung ist da die richtige. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Ausbau der Ganztagsangebote. Ihr Ansatz geht sogar noch über den Ansatz der SPD von 2015 hinaus. Leider, staut sich dennoch der Nachholbedarf an. Aber nur leider verwenden Sie auch einen Großteil der Mittel für den sogenannten Pakt für den Nachmittag. Das zeigt uns, es kommt nicht nur auf Stellen drauf an, es kommt auch darauf an, was Sie damit machen. Und das war es aber auch schon mit den Lichtblicken im Einzelplan 04. Denn absolut unverständlich erscheint vor dem Hintergrund der Stellenkürzungen an den Grundschulen, an den beruflichen Gymnasien und an den gymnasialen Oberstufen und an den Schulämtern, dass das Ministerium als einziger Buchungskreis, als einziger in diesem Einzelplan, einen Mehrbedarf von 1,33 Millionen € gegenüber dem Vorjahr anmeldet. Meine Damen und Herren. 1,33 Millionen €, das ist eine Steigerung von 2,1 %. Und gleichzeitig kommt es bei allen operativen Buchungskreisen zu einer Reduzierung von 1,1 % auf 4,86 Milliarden €. Meine Damen und Herren. Alle müssen sparen, nur das Ministerium nicht. Das, meine Damen und Herren, ist inakzeptabel. Und besonders fatal sind doch die Kürzungen, mit denen Sie die einen gegen die anderen ausspielen. Was bei Inklusion in Förderschulen ja noch nachvollziehbar ist, weil der Schüler kann nur dort oder dort zur Schule gehen, das widerspricht sich bei all dem, was Sie als Umverteilungen bezeichnen. Ich sage Ihnen, das sind Kürzungen, meine Damen und Herren. Gerade wenn Sie Inklusion an Grundschulen forcieren wollen, wenn Sie Flüchtlingskinder möglichst schnell in Regelklassen integrieren wollen, dann kürzen Sie die Differenzierungszulage an Grundschulen. 145 Stellen sind das. Und das noch, wo doch die Überlastungsanzeigen an Grundschulen wirklich tagtäglich ins Haus flattern, meine Damen und Herren. Da kürzen Sie noch. Und dann kommen die 120 Stellen an Gymnasien dazu, 40 Stellen an beruflichen Gymnasien noch und 25 Fachberaterstellen an Schulämter, unter anderem für Unterrichtsentwicklungsberatung, Sonderpädagogik und Medien, meine Damen und Herren. Und das in Zeiten, in denen Sie vor dem Hintergrund der Flüchtlingsbeschulung sämtliche Unterrichtskonzepte doch viel stärker individualisiert werden müssen, wo die an sprachliche Herausforderungen angepasst werden müssen. Das in Zeiten, in denen die Sonderpädagogik doch Teil des Regelunterrichts werden soll. Und das in Zeiten, in denen Cybermobbing und Medienmissbrauch zunehmen und hier ein deutlich wichtigerer, sachgerechter Umgang
einfach implementiert werden muss. Das alles passt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Das erschließt sich mir hier nicht, was Schwarz-Grün damit bezweckt. Und Ihr Problem ist ja auch, dass Sie doch offenbar getrieben sind, ob von der UN-Behindertenrechtskonvention oder ob von den Studien, die es immer wieder gibt, oder auch vielleicht einfach auch nur von der Koalitionsdisziplin. Aber das ist kein Entwurf für ein sozial gerechtes, modernes Schulsystem, meine Damen und Herren. Sie sagen Eltern, Schülern und Lehrkräften, kommen Sie, steigen Sie ein in unseren Zug. Da ist eine nette Aufschrift drauf, da steht Inklusion, da steht auch Pakt drauf. Unterwegs gibt es auch ein paar Häppchen, gar keine Frage. Aber wohin der Zug eigentlich fährt, meine Damen und Herren, das sagen Sie niemandem. Und die Endstation wird in dieser Wahlperiode offenbar auch nicht erreicht. Das war im Übrigen auch beim Bildungsgipfel so. Während in anderen Bundesländern, wo der sogenannte Schulfrieden erfolgreich war, einfach es eine klare Führung gab, klare Vorstellungen der Regierung, wohin man will, hat man das in Hessen vermisst. Und, meine Damen und Herren, mir erschließt sich auch immer noch nicht so ganz, was das eigentliche Projekt dieser schwarz-grünen Regierung im Bildungsbereich ist. Was ist das Projekt, mit dem Sie, wenn Sie 2019 hier das Haus verlassen müssen, was dann eigentlich hängen bleiben soll nach dem Motto, das war das Projekt dieses Ministers? Man kann ja über die Vorgängerinnen denken, was man will. Da war ich sicherlich nicht mit allem einig. Aber eine klare Linie war in der Regel immer da, meine Damen und Herren. Nicht mal zu Ihrer Abkehr von der 104-prozentigen Lehrerversorgung stehen Sie. Anstatt einfach dazu zu stehen und zu sagen, jawohl, wir kürzen an den gymnasialen Oberstufen, an den beruflichen Gymnasien und an den Grundschulen. Stattdessen stellen Sie sich hin, wollen sich durchmogeln und wollen noch etwas erzählen. Na, die Berechnungsgrundlage ist ja anders. Es bleibt ja bei den 104%. Das, meine Damen und Herren, das ist einfach nur feige. Die Sozialdemokraten haben mit ihren Anträgen einen ganz klaren roten Faden zum Haushalt dargelegt. Unser Ziel ist ganz klar, und es stellt sich in allen Bereichen dar, Chancengleichheit im Bildungssystem, meine Damen und Herren. Wir wollen investieren in die frühe Bildung, in Schuleingangsstufen, damit die endlich einmal vorankommen, weil die Voraussetzungen der Kids, wenn die in die erste Klasse kommen, sind so unterschiedlich wie nie zuvor, meine Damen und Herren. Wir wollen 50 neue Stellen für Sozialpädagogen in diesem Bereich. Wir wollen die Ganztagsbeschulung endlich zu echter Ganztagsbeschulung ausbauen. Wir wollen erstens einmal, dass die Stellen in den Pakt gehen, in echte Ganztagsschulen gehen. Und wir wollen was draufsatteln, auch hier weitere Stellen, weil der Nachholbedarf einfach so immens ist, meine Damen und Herren. Herr Schäfer-Gümbel hat es gestern gesagt, von fast 1.200 Grundschulen in Hessen sind gerade mal sechs Stück echte Ganztagsgrundschulen, meine Damen und Herren. Der Handlungsbedarf hier ist enorm. Wir wollen, dass Schulsozialarbeit endlich auch gemacht wird. Auch hier mogeln Sie sich raus mit der sogenannten USF. Wir wollen endlich zu einer echten Drittelfinanzierung kommen, die sich eben Land, Schulträger und Standortkommunen aufteilen, meine Damen und Herren. Auch hier müssen wir investieren. Zur Inklusion habe ich schon einiges gesagt. Auch hier müssen wir mehr Tempo vorlegen, denn wir können uns vorstellen, dass man irgendwann einmal auf Förderschulen verzichten kann. Wir sagen das ganz klar. Wir wissen, das geht noch nicht morgen, und wir wissen, da muss man erst einige Voraussetzungen verschaffen. Aber eine echte Wahlfreiheit gibt es doch wirklich nur, wenn auch die Inklusion entsprechend ausgestattet ist. Und dann kann man sehen, wie die Nachfrage wirklich noch ist nach Förderschulen, meine Damen und Herren. Und ich will nicht zuletzt noch einmal auf die Leitfrage antworten, die der Herr Kultusminister bei seinem Besuch mit der Parteifreundin Kurt letzte Woche gestellt hat. Die Leitfrage war in Ihrer Pressemitteilung, wie gehen wir mit der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft um, Herr Prof. Dr. Lorz? Das will ich Ihnen sagen, ganz einfach. Wir fordern ein Programm zur individuellen Förderung in heterogenen Lerngruppen mit 5 Millionen €, das zum Schuljahresbeginn starten soll, um endlich auch die Voraussetzungen an Schulen zu schaffen, dass man individuell fördern kann, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Unterm Strich ist der gesamte Haushaltsplan aber auch Makulatur. Wir
haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass auch hier endlich die Koalition von ihrem Dogma, es ist schon toll, dass man keine Stellen streicht, dass man das endlich davon abkommt und neue Stellen geschaffen werden sollen, meine Damen und Herren. Und hier werden wir einfach darüber reden müssen, ganz bald, wie Sie das machen wollen, welche Stellen das sein werden. Sind das Lehrkräfte, sind das Hilfslehrer, sind das Sozialpädagogen oder sind das Schulpsychologen? Wo werden die eingesetzt? Und vor allem auch, welche Schulformen sollen eigentlich an der Flüchtlingsbeschulung beteiligt sein? Dass das nur am Ende die Hauptschulen und Gesamtschulen machen, meine Damen und Herren, das kann nicht sein. Das muss schon auf alle hier gleich verteilt werden. Darüber werden wir in den nächsten Wochen noch reden. Bis dahin freue ich mich auf die weiteren Beratungen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Bildungspolitik in Hessen hat höchste Priorität. Bildungspolitik in Hessen hat höchste Qualität. Und, Herr Kollege Degen, Bildungspolitik in Hessen hat einen klaren Kurs. Und, Herr Kollege Degen, klarer Kurs, klare Kante ist auch eine Führungsfrage. Das auch einmal ganz direkt vorneweg gestellt. Klar ist, als der Haushaltsplan für das Jahr 2016 aufgestellt wurde, da waren die besonderen Herausforderungen, die wir wie einen roten Faden, den Begriff greife ich gerne auf, in der kompletten Haushaltsdebatte natürlich zu beraten haben, nämlich die großen Herausforderungen der Flüchtlingsthematik, noch nicht in vollem Umfang haben einpreisen können. Deswegen reden wir heute im Grunde genommen von zwei Haushaltsblöcken. Einerseits dem regulären Haushalt, dem sozusagen regulären Haushalt, wo wir voll auf Kurs sind. Hier werden sämtliche bildungspolitischen Prioritäten, sämtliche bildungspolitischen Akzente, die wir mit Schwarz-Grün im Koalitionsvertrag verabredet haben, dargestellt, mit vollen Stellen ausgestattet und durch gezielte Schwerpunktsetzung auf den Schulbereich hat die Regierungskoalition eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass wir einer guten Bildung und optimalen Zukunftschancen tatsächlich allerhöchsten Stellenwert einräumen. Das muss man einfach einmal deutlich sagen, damit hier kein falsches Bild gestellt wird, meine Damen und Herren. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, davon profitieren die Schülerinnen und Schüler in Hessen, davon profitieren die Eltern in Hessen, davon profitieren die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen, und davon profitieren die Schulen, davon profitieren wir alle. Und deswegen, es bleibt dabei, 105 haben wir versprochen, 105 halten wir Lehrerversorgung in Hessen so gut wie nie zuvor. Erstens. Zweitens. Kein anderes Land in Deutschland lässt die demografische Rendite im System. Das ist eine Herkulesaufgabe, da stehen wir zu. Und genau dort zeigt sich, welche Akzente wir setzen, meine Damen und Herren. Da kommen wir einmal zu den Maßnahmen, damit Sie klar den Kurs auch sehen, wo Schwerpunkte gesetzt werden unter Berücksichtigung aller wesentlichen Maßnahmen, die wir uns im Bildungsbereich vorgenommen haben. Da sind für Ganztagsangebote 230 Stellen obendrauf. Im kommenden Schuljahr sind 19 von 31 Schulamtsbezirken mit an Bord. Insgesamt 2.000 Stellen in diesem Bereich sind kein Pappenstiel. Da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Da sind zusätzlich 60 Stellen beim Bereich der sozial indizierten Lehrerzuweisung, in Summe 420, versprochen gehalten. Da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Da sind für Inklusion zusätzlich 169,5 Stellen innerhalb der Modellregion Inklusion, in Summe insgesamt gut 2.000 Stellen. Da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Und da sind im regulären Haushalt, den Unterschied habe ich eben gerade versucht, eingangs deutlich zu machen, da sind 180 Stellen für den Bereich Deutsch als Zweitsprache und InteA, Integration und Abschluss. Im Übrigen
In diesem Bereich haben wir vor dem Aktionsplan der Landesregierung, der vorzüglich hieß, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, bereits 1.000 Stellen investiert. Insgesamt stehen im Stellenplan 2016 61.640 Stellen zur Verfügung. Das kann sich sehen lassen bei 760.000 Schülerinnen und Schülern. So viel Lehrer für so wenig Schüler wie nie zuvor, meine Damen und Herren. Deswegen, das zu dem Bereich der Prioritäten und Akzente im regulären Bereich. Dann will ich an dieser Stelle einmal auf die große Herausforderung zu sprechen kommen, die uns alle natürlich umtreibt, wo wir optimale Strukturen zur Verfügung stellen, nämlich die zusätzlichen Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, die speziell für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund vorgesehen sind. Da ist nämlich von Ministerpräsidenten Volker Bouffier gestern noch vorgestellt, der hessische Aktionsplan für Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und, Herr Kollege Degen, da können Sie ruhig zuhören. Wenn ich Ihren Fraktionschef gestern richtig verstanden habe, hat auch er den vorzüglichen Aktionsplan gelobt. Deswegen genießt auch die Ausweitung der Sprachförderung und der Schulangebote für junge Erwachsene hohe Priorität. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir zusätzlich 800 Stellen zur Verfügung stellen werden. Und das sind, Herr Kollege Rudolph, 40 Millionen €, die on top kommen. Ich glaube, das ist auch ein deutliches Zeichen und zeigt, mit welcher planvollen Linie wir gemeinsam mit den regierungstragenden Fraktionen, gemeinsam mit Kultusminister Prof. Lorz hier arbeiten. Sie stehen für die Unterrichtsversorgung an den Grundschulen, an den weiterführenden Schulen, an den beruflichen Schulen und an den Schulen für Erwachsene zur Verfügung. Denn klar ist, Bildung erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft. Bildung ist die Grundlage für den wirtschaftlichen Wohlstand in unserem Land. Und wir haben bereits heute am Tag 1.374 Stellen genau für diesen Bereich der Deutsch- als Fremdsprachenförderung zur Verfügung gestellt. 40 Millionen € habe ich eben gerade erwähnt, davon 30 Millionen € für Intensivsprachförderung im Schulbesuchsalter bis 18 und weitere 10 Millionen € für junge Erwachsene bis 21. Da werden wir uns nachher bei der Beratung über Ihren Gesetzentwurf ja auch noch einmal darüber unterhalten können. Ich will das noch einmal deutlich sagen. Im letzten Schuljahr da waren 299 Intensivklassen da. Wir haben Anfang des Schuljahres 100 zusätzliche Intensivklassen zur Verfügung gestellt. Jetzt haben wir nachgesteuert, noch einmal 66. Das sind 465 Klassen im Bereich InteA für die Erwachsenen. 129 waren es, haben wir noch einmal 31 nachgesteuert, sind jetzt 160. Die Zahl der Klassen wird kontinuierlich natürlich an die Flüchtlingszahlen angepasst. Das versteht sich von alleine. Aber im kommenden Kalender stehen mindestens 2.000 Stellen in diesem Bereich zur Verfügung. Und, meine Damen und Herren, da dürfen wir an dieser Stelle auch einmal stolz drauf sein. Das darf man, glaube ich, einmal deutlich sagen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit will ich jetzt nicht auf die einzelnen Klassengrößen, die wir natürlich differenziert betrachten, im zunehmenden Alter eingehen. Aber eines will ich feststellen. Wenn wir uns anschauen, welche Klassengrößen wir bilden, maximal 20 Schüler in dem Bereich bis 18, maximal 24 darüber hinausgehen, dann zeigt sich auch, wie tatsächlich dort vor Ort richtig gut gearbeitet werden kann, dass man dort nicht in Klassengrößen, wie Sie sie zu Ihrer Regierungszeit, die Gott sei Dank lange her ist, noch gefahren haben, meine Damen und Herren. Auch da dürfen wir stolz drauf sein. Das heißt im Klartext, wir ergänzen mit unseren vorzüglichen Maßnahmen, die eine konzertierte Aktion sind, die Maßnahmen, die das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Bundesagentur für Arbeit und andere Träger zur Verfügung stellt. Dazu gehört auch, meine Damen und Herren, dass wir Kolleginnen und Kollegen ausbilden, neue Lehrer rekrutieren. Wir investieren 2,4 Millionen € in den Bereich der Fort- und Weiterbildung. Wir schauen, wo wir die Kollegen ansprechen können,
Herr Kollege, die keine volle Stelle haben, die möglicherweise mehr Stellen, mehr Stunden pro Woche leisten wollen. Wir sprechen Pensionäre an. Wir sprechen auch diejenigen Kollegen an, die beispielsweise Deutsch als Fach studiert haben, erstes und zweites Staatsexamen absolviert haben und auf der Warteliste stehen. Das zeigt, alle Maßnahmen, die hier ergriffen werden, sind sehr klug und strategisch ausgewogen platziert. Und weil Sie das kritisiert haben, Herr Kollege Degen, natürlich auch im Bereich der Schulpsychologen machen wir was. Da kommen, da haben Sie in den Haushaltsplan reingeschaut. Das will ich nur einmal sagen. 11 neue Stellen hinzu. Unterm Strich bleibt eins. Und da machen wir hier auch eine ziemliche Punktlandung mit der Uhrzeit. Unterm Strich bleibt, die Entwicklung geht weiter. Wir werden stetig und ständig nachsteuern, und zwar bedarfsorientiert. Wir haben ein vorzügliches Gesamtsprachförderkonzept. Das heißt, im Klartext unterm Strich bleiben ausgezeichnete Ressourcenausstattung für hessische Schulen, vorbildliche Rahmenbedingungen mit vorzüglicher Bildung. Das, meine Damen und Herren, sind unsere Prinzipien der schwarz-grünen Landesregierung. Bildungspolitik in Hessen ist auf Kurs, bleibt auf Kurs, und wir halten die Schuldenbremse ein. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das war in der Tat eine Punktlandung. Darauf können Sie stolz sein, Herr Schwarz.